Bullschläge. Da war ich mir nicht so sicher. 80 Schläge. Herzlich willkommen zu einem neuen Stream auf meinem Kanal. Heute wieder sehr, sehr spontan aus der Trick. Kiste gegriffen. Herzlich willkommen. Ja, wir sind schon direkt hier in-game und müssen eine, ja, wie soll man sagen, Reanimation wieder durchführen. Sicher? Ja. Und wir schauen mal direkt. Null. Ganz sicher. Ja, Puls ist immer noch bei null. Ganz sicher. Ja, weiterhin. Ich messe mal Blutdruck. Ja, Leute, schön, dass ihr schon so zahlreich erschienen seid. Blutdruck ist auch bei null. Blutdruck bei null. Das kann doch nicht sein. Wir schocken nochmal. Mensch, das geht hier immer so Schlag auf Schlag hier los. Das ist ja der Hammer. Schock durchgeführt, keine Reaktion weiterhin, glaube ich. Okay, machen. Reagiert nicht, Pulsmessung. Ja, Puls bei 4. Gebe Adrenalin. Ja, Puls bei 16. Oh, jetzt habe ich Atropin gespritzt. Sag dich doch, dem geht's gut. Ja, dem geht's fast blendend. Ja, ich kenne mich aus. 12. Ja, Max Döre, heute wirklich vom ADAC. Eigentlich wollte ich hier gerade auch Richtung Krankenhaus oder besser gesagt zum... Allerdings, ja. 11 Schläge. Ist hier gerade der Kollege mehr oder weniger vor der Nase zusammengebrochen? Dann musste ich erstmal direkt hier erste Hilfe leisten. Ich ging mal schon wieder auf die Beine. War anderen natürlich los, war ebenso rasant. Ja, ey, ich, also eigentlich wollte ich auch nicht so ganz so krass anfangen mit einer Reanimation in unter 2 Minuten. Aber, naja. So ist das hier. Alles fit? Ja, Kollege, ich hab es gesagt, ihm geht's gut. Moin Paul, einmal direkt RTW ausparken. Wir bringen den Patienten direkt ins Krankenhaus. Zustand nach Reanimation. Eieiei, welche RTW sind da besetzt? Also ich weiß, dass der Dreier besetzt ist und die anderen beiden weiß ich nicht. Zwei ist glaube ich auch besetzt. Ja, pack dich dann. Ja, perfekt. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Ja, ich war nur im Krankenhaus eingesperrt, auf einmal bin ich hier aufgewacht, keine Ahnung, ganz komisch. Was, Sie waren das, der im Krankenhaus geschrien hat? Ja. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber der Herr Krankenpfleger im Krankenhaus hat sich sehr über Sie lustig gemacht, ja? Der hat meine Einweisung überhaupt nicht wahrnehmen können, weil er mit dem Lachen beschäftigt war, doch die komischen Hilfeschrei aus. Jetzt gib Gas, das Horn kannst du während der Fahrt testen. Oh, Alter, Kollegen. Er kann es direkt schon mal neuen holen, die tragen, ist nicht verfügbar. Oder warte mal, ich hole mal hier einen aus dem anderen. Negativ, hier ist keine drin. Ah, hier ist eine. Wir klauen uns mal fix eine. Ist das noch eine Einweisung oder nicht? Wo ist denn der Patient? Wo ist der Patient hin? Hallo? Ist jetzt noch die Einweisung oder nicht? Patient ist weggerannt, okay. Wenn der Staatliche mit der Drehleiter kommt, dann ist die Einweisung. Hä, Chef? Och, Kollegen, Alter. So. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Ruhe. Thorsten, welchen nehmen wir? Gut, jetzt kannst du den 3-2 ausparken. Wir fahren jetzt zur Wache, zum Krankenhaus. Ja, ich muss mich dann erstmal auf dem 3-2 anmelden. Ja, kannst du machen, aber ich muss mich nur hinfahren. Das meine ich. Ja, ich melde mich trotzdem an, auf dem Platz vor. Ja, aber ihnen geht's ja wieder gut so. Dann parke ich den schon mal aus. Ja, eigentlich ganz gut. Eigentlich. Ja, Line 122, ja, das ist... scheint wohl eine nicht so ganz
Eine nicht so ganz tolle. Fährst du? Dann hol du den. Ja. Dann hol ich mir keinen. Wegpunkt habe ich schon gesetzt, kannst fahren. Perfekt. Dringend oder nicht? Semi-dringend, sagen wir es mal so. Ja, Frage, mit Blau oder ohne? Ohne Blau an Verkehrsregel, aber zügig. ZZ, okay. Bitte. Wir haben 6 Polizisten am Start. Junge, 20 von der Berufsfeuerwehr. Ja, Hammer. Mega, so soll es sein. Perfekt. Ja, ist gerade noch nicht so viel los. Sonst fahren wir einfach geradeaus durch. Ja, ja, mach. Perfekt. Aber der Automatikwagen fährt sich gut, oder? Ja, Automatik fährt sich gut. Ah, herrlich. Alter, das ist so schlimm mit dem Schaltwagen. Welcher Spacken hat Verschaltung erfunden? Ach, guck mal an, man kann das auch als... Ah, okay. Perfekt. Ja, ich besetze heute das erste Mal den Heli, ist das nicht geil? Ja, ja, auf jeden Fall. Als TC Hems und ich bin schon voll ausgebildet. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Ich hätte einen Realeinsatz und mehrere Übungseinsätze. Chaotisch. Kann man sagen, ja. Aber macht Bock, auf jeden Fall. Das Team ist da. Oh, mein Gott, diese Autofahrer, ne? Wir hatten heute Flächenbrand im Wald. 7 Ortsfeuerwehren im Einsatz. Uiuiui, das ist, Informativ, HU1 krass. Gegenüber der Wache, einmal der RTB herkommt. Also Krankenhaus, ne? Ja, du fährst der Linie nach, also... Ist das jetzt eigentlich das Neue oder ja, das haben ist wir jetzt ein zweites Krankenhaus? Nein, das ist das Neue. Das Alte ist quasi außer Betrieb. Und das ist jetzt das Maximalversorgerhaus, wo wir jetzt hinfahren. Und auf dem Dach ist auch, wie du gleich vielleicht sehen wirst, der Landeplatz, glaube ich. Gut, wir fahren weiter durch. Weiter, 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 weiter. Jetzt rechts, 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 rechts. Weiter, 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 weiter. Ja, das Kollege kommt jetzt seit einer Viertelstunde. Eine Einfahrt weiter. Soll ich warten oder einrücken? Komm. Jetzt rechts. Jetzt rechts. 20, 54, komm. Und dann ist hier vorne, kannst du... Selbstständig notieren, kommen. Ja, perfekt. Ah, hab ich so mit? Ende. Hier sagt gerade wer, ich hoffe, dass der gelbe Engel heute keine gebrochenen Flügel bekommt. Ich auch. So, ich schau mich mal ein bisschen. Ja, du musst aufpassen, dass einige Türen, die aufgehen, vielleicht nicht zugehen werden. Dann bist du eingeschlossen, das ist nicht so geil. Also hier vorne rechts ist auf jeden Fall die Notaufnahme. Wir rufen mal den Kollegen an. ELW21, kein Sprechwunsch spammen. Ich werde schon antworten. Sprechen Sie. Melde an Postleitzahl 9329. Bist du im Funk? Verkehrsunfall, Kategorie 1. Perfekt. So, ich will mich nicht verabschieden von dir, weil du eigentlich... Ich prüfe... Ja, wie soll man sagen? Notruf absetzt mit Nachforderung ELW. Ohne dich ist nur halb so geil. Aber ja. Ich muss jetzt leider nach oben gehen, weil da die Helikopter-Crew auf mich eventuell wartet und ich muss die suchen und finden. Ja, ja, okay, alles gut. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns später. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn der RTW 3-2 einen Eigenunfall hat. Hoffen wir natürlich nicht. Nein. Eigenunfall hoffentlich nicht. Hoffentlich bei anderen Leuten helfen. Hoffentlich nicht. Ahoi. Bin ich ja jetzt alleine auf dem RTW, macht ja auch nichts. Ja, ich glaube, der 3-2 ist schon besetzt. Also entweder suchst du dir noch den Kollegen an der Wache oder du musst... im Funk mal ein bisschen Party schieben und sagen, wo du hin musst. Ja, ich fahr mal zurück zur Wache und klär es da. Alles klar, dann dir eine ruhige und entspannte Schicht. Danke, mach's gut. Jo. So, wir bedanken uns natürlich herzlich fürs Taxi.
Perfekt, wir kommen nicht hoch. Nein. 3, EW 2, 1 von Leistung kommen. Ja, melde Nachforderung NEF. Dringlich. Ja, Personenknalltrauma. Verdacht auf innere Blutung. Herzinformation, 3, RTW 2 sowie Notarzt sind alarmiert. Frage, wird das HLF ebenfalls. Servus, ich bin in der Mensa. Ab jetzt im Dienst mit Bodycam. Hast du. Wo bist du? Ja, ich komme wieder an den Herzen. Ich bin 2 Minuten nicht da. Wo bist du? Ab nicht am Krankenhaus. Bin 2 Minuten bin ich da. Ah, perfekt. Jamie ist auch schon informiert, aber der hat noch gerade ein Bewerbungsgespräch. Jawohl. Bin in der Mensa, bis gleich, genau. Jo. Tippitoppi parat. Ja, jetzt wo wir schon quasi 10 Minuten hier schon nach einer erfolgreichen Reanimation schon quasi mitten im Dienst sind. Nochmal herzlich willkommen im Stream. War ja gerade ein bisschen sehr, sehr fleißig hier schon in der Arbeit vertieft. Wir. Hoppala. Was ist denn hier los? So. Interessante Sicht. Nein. Egal. Gut, da vorne war auf jeden Fall ein anderer Platz, der besser ist. Nein, sag mir nicht, ich hab mich jetzt. Ah, wollte schon sagen. Hier verletzt, festgebackt, wie auch immer. So, wir setzen uns jetzt mal hier hin und warten. Hier funktioniert es nämlich. Perfekt. Ja, hat der Server eine Whitelist? Ja, hat er. In dem Sinne ist es eigentlich ganz einfach. Und zwar auf dem Discord-Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, könnt ihr auf den Server joinen. Besser gesagt, auf den Discord-Server. Über 5M kommt ihr auf den anderen Server quasi in-game rein. Und ihr müsst in Discord das Regelwerk akzeptieren und das ist quasi gleichzeitig die Whitelist. Natürlich lest euch die Regeln durch und haltet euch auch dran, ne? Sonst hat das ja auch keinen Sinn, aber so ist das eigentlich, ja, der Plan. Alicia Winter, hallöchen, moin moin, bist du selbst im Rettungsdienst tätig? Ja, also noch nicht so ganz, aber auf dem Weg dorthin, sagen wir es mal so. Das Ocean ist mega geil, aber man verläuft sich oft. Ja, gerade im Bewerbungsgespräch, hat das Zeit kommen? Ich muss sagen, also ich kenne hier nur die Mensa und die Landeplattform oben. Wenn unbeendet ist, kann der zweite Bewerber auch kommen. Deswegen, von daher, ist das immer so ein bisschen, wie soll man sagen, sehr unübersichtlich. Es gibt, glaube ich, 30 Betten oder Möglichkeiten für Bettplätze. Von daher, das ist sehr geräumig. Also, welche im Krankenhaus. RTW verunfallt. Ernsthaft? Wir gingen hier einmal die Feuerwehr an der Einsatzstelle am Hauptplatz gegenüber von der Bank. Max Höre, ja, genau. One-Click-Allow-List. Die 3DLK-23-1. Hab mal für den Server richtige Luftrettungskleidung eingereicht. Ich muss nur auf eine Antwort warten. Ah, ja, sehr gut. Ja, die Herrschaften oben von der Regierung haben auf jeden Fall eine Menge zu tun. Alles Mögliche. Von daher, wenn es mal ein bisschen dauert, keine Eile. Hast du was in der Realität mit der Feuerwehr zu tun? Ja, auch da kann ich nur sagen, mehr oder weniger. wie man es nimmt. Cool, ich habe am 1. August meine Ausbildungsstart als medizinischer Fachangestellter. Oh. Als MFA quasi. Ach, okay, Fabian, okay. Wahrscheinlich über das Profil von wem anders drin. Ah, okay. Ja, MFA durfte ich auch im Krankenhauspraktikum kennenlernen. Das war, ist ein cooler Job. Ist auch nicht für jeden was, aber vielleicht ist es für dich ja das Richtige. Man weiß es nicht. Das ist übrigens der Pilot hier vom ADAC. Ich grüße. Gib uns mal einen kleinen Moment hier kurz. Ja, hallöchen. So. Ja, der Kollege ist noch gerade sich umziehen. Sucht die Polizei auf dem Server noch Leute? Ja, definitiv. Einfach über die offiziellen Stellen im Discord bewerben. Dann, wirst du dort erfahren, wann
die Kollegen wieder neue Leute suchen. Aktuell ist die Bewerbungsphase geschlossen, weil sich zu viele Leute beworben haben und bei fast 20 Bewerbern und Praktikanten muss erstmal eine Weile hier was angelernt werden. Von daher erstmal kleine Brötchen backen, kleinen Moment warten und dann wird das definitiv was. Und du bist in der Orthopädie angestellt. Oh. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich. Ich durfte auf der Intensivstation die Logopädie kennenlernen. Das war richtig krass. Also wenn man das Schlucken verlernt, das ist so als, ich kann von Glück reden, so halbwegs gesunder Mensch, junger Mensch, so alles normal mehr oder weniger zu machen und dann da zu liegen oder zu sehen, Menschen zu liegen. Liegen zu sehen, mein Gott. Die nicht mehr schlucken können und intensiv beatmet sind, ey, heftig. Aber, ja. Da muss man auf jeden Fall auch, oh, eine gute Rolle hinkriegen und eine gute Rolle machen in dem Beruf. Und ich glaube, hier ist gerade wer angekommen. Oder? Nee, aber hier kam gerade Martinson vorbei. Das heißt, der RTW mit dem Patienten ist ja auch nicht weit entfernt. Ich habe Krankenpfleger gelernt. Krankenpflegerhelfer gelernt. Will auch in den RD. Weiß aber nicht, ob das mit Krankheiten geht. Kommt drauf an, was für Krankheiten du hast. Wenn du jetzt, ich sag mal, hoch ansteckend bist, vielleicht eher schwierig. Aber zum Beispiel, ich weiß, dass eine Rot-Blind-Schwäche. Rot, was? Rot-Blind? Nee, Rot-Grün-Schwäche, Alter. Okay, alles klar. Nee, eine Rot-Grün-Schwäche tatsächlich kein Ausfallgrund oder kein No-Go quasi ist. Für die, ja, also dass es kein Abbrechgrund ist, dafür nicht genommen zu werden. Das ist sehr interessant. Weil ich kenne jemanden, der hat eine Rot-Grün-Schwäche, die ist schon stark ausgeprägt, aber der ist auch im Rettungsdienst tätig und eigentlich, ja, der macht seinen Job genauso gut wie andere halt auch, ne? Das ist, ich glaube, er hat mir erstmal erklärt, dass er so eine Art verschiedene Grautöne sieht und das dunklere Grau quasi von ihm das Rot ist und das hellere Grau dementsprechend dann die grüne Farbe ist. Wenn er das so weiß und mit klarkommt, ja, dann warum nicht, ne? Aber, ja. Traumberuf, Notfallsanitäter. Aber noch zu jung. Ja, du kannst ab 18 oder 17 kannst du dich auf jeden Fall schon bewerben. Und wenn du die Schule halt schon gemacht hast, dann auch. Und nee, ich habe ADS und nehme jeden Tag Tabletten. Ja, wie gesagt, es gibt auch, wie heißt der nochmal? Gewitter im Kopf, kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ja, jetzt weiß ich nicht, wie der in echt heißt. Auf jeden Fall, der Kollege hat ja auch, also nicht ADS, klar. Oder ADS, nicht ADS, nochmal was anderes. Negativ 8053. Was hat der nochmal? Jetzt wissen sie, warum sie die einzeln durchgeben. 8053 Nachforderung Pol. Komm. Jan Zimmermann, ah ja, genau. Stimmt. Es wird mir gerade das Wasser. Nee. Tourette, ja. 3 RTW 1. Genau, Tourette, genau. Der hat mal ein Video oder mehrere Videos mal drüber gemacht, wie er. Person angefahren. Moment. Person angefahren auf Seitenstraßen, auf der Autobahn. Es wird von ganz nah eingeleitet. Komm. Das ist verstanden, komm. Und zwar, hat er ein Video gemacht mit RTW am Hauptplatz, einem Status Mädel. Durch Verkehrsunfall. Wir benötigen an der Unfallstelle einen weiteren RTW zur Patientenversorgung. Gut. Und zwar ja, hatte die auch Tourette und ist im Rettungsdienst tätig und sie kann auch beim Rettungsdienst arbeiten. Stella, genau, ihr kennt die alle, super. Und zwar war das so, dass die quasi, also während sie arbeitet, hat sie keine Ticks. Und außerhalb irgendwie schon, das ist manchmal so ein bisschen komisch, aber das muss jetzt kein Ausfallgrund sein, dass man sagt, ey, ich habe jetzt dies unter das, ich kann jetzt deswegen das nicht am Beruf machen, so. Ich meine, vielleicht solltest du, wenn du jetzt krass Parkinson hast und richtig krass die Hand am Wackeln ist, dann solltest du vielleicht nicht Handchirurg werden oder Gehirnneurologe, das vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten einfach bewerben und hoffen und authentisch sein und dann, ja, schauen wir mal, was daraus wird, ne? Naja, Rettern muss man fit sein, dafür gibt es die G42 und G25. Wenn jemanden einen Rettungswagen besetzen kann, um den Rettungswagen am Hauptplatz zu unterstützen. Ja, positiv, zwei Kollegen auf der Wache. Ja, dann für Sie einmal Besetzung Rettungswagen, Sie nehmen den 3 RTW 2 und das
unterstützen den Rettungswagen am Hauptplatz. Komm hin. Wir nehmen den 3RTW2, das ist verstanden. Ah, der Kollege hier, der Herr Fleischhauer. Ah, genau. Ja, kannst du den Christoph zeigen? Ja, möchte ich definitiv, aber der Kollege, der dafür da zuständig ist, der ist noch nicht ganz da, deswegen das ist so, Hallo. Hallo. Unauffällige Nachfrage, wie sieht's aus? Ja, noch einmal Werbung und dann bin ich da, versprochen. Okay, dann ich bin soweit in der Mensa noch am. Jo, tut mir leid. Am Essen. Ja, kein Stress. Habt ihr es gehört? Der Notarzt, also schon mal zum Grundverständnis. ADAC Luftrettung hier auf dem Server. Wir haben einen Helikopter, nennt sich Christoph Europa. Ich muss sagen, geile Karre, geiles Flugobjekt, werdet ihr gleich noch lang genug zu Gesicht bekommen. Die Besatzung von dem Helikopter besteht aus dem Piloten. Eigentlich offensichtlich. Wird vom ADAC gestellt und gleichzeitig ist er der Chef auf dem Heli fürs Fliegen. Klar, Pilot, ne? Wie beim Schiff eben oder beim Flugzeug, Pilot hat das Sagen. Der in dem Sinne Beifahrer bzw. der Co-Pilot ist der TC Hems. Das bin ich heute. Frisch ausgebildet. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich anstellen werde. Bin mal gespannt, was wir auch für Einsätze bekommen werden. Meine Aufgaben sind den Flug überwachen. Gleichzeitig bin ich auch mit dem Funk der Feuerwehr verbunden. Und gleichzeitig haben wir noch einen internen Heli-ADAC-Funk. Dazu später dann im Einsatz oder im Helikopter dann mehr, weil die Rotorblätter schlagen so laut durch die Gegend. Da hört man sich, wenn man so redet, eigentlich eher nicht. Nicht viel. Deswegen, müssen wir uns da nochmal mit einem anderen Funk behelfen. Und zu guter Letzt die medizinische Komponente, der Notarzt. Das ist hier in dem Fall der Herr. Weimann, keine Ahnung. Gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall mit Vornamen Jamie, so rum. 3RTW3 sprechen. Und, ja, einmal Nachforderung für die Polizei hier bei einer Einsatzstelle. Der Patient ist leicht aggressiv. Könntest du mal, dir vorstellen, das in Real Life zu machen mit dem Polizei Heli? Immer noch nicht im, einsatzbereit kommen. Ich sag mal so. Polizei immer noch nicht einsatzbereit. Zwischen hier in-game mal so ein bisschen was machen oder auch allgemein Computerspiele versus in der Realität das wirklich als Hauptberuf für die nächsten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre, ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe höchsten Respekt vor allen Leuten, die bei der Feuerwehr sind, bei der Polizei, beim Rettungsdienst, bei der Luftrettung. Alter, die operieren. Ich durfte eine Hüftoperation von einem Meter Entfernung sehen und ich muss sagen, ich bin sowas von geflasht, wie die arbeiten, wie das aussieht, das Handling, diese Verantwortung zu haben. Also ich durfte natürlich nichts machen, klar. Ich war mehr oder weniger durfte die Lampe halten. Aber hey, hat auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Von daher, der Patient lebt wieder und hat jetzt ein neues Hüftgelenk. Mega. Ey, das ist echt krank, sowas zu sehen. Muss ich sagen, ich habe definitiv Bock, im Bereich Rettungsdienst sowas zu machen. Natürlich jetzt nicht. Also, Luftrettung finde ich mega geil. Und auch hier in-game macht das 1000% Spaß. Aber ich denke, bis du in der Realität tatsächlich in einem Rettungshelikopter als feste Besatzung drin sitzt, Junge, da musst du schon quasi, weiß ich nicht, Jesus sein, der mit Verbandspäckchen um sich wirft, um das vernünftig hinzukriegen und zu machen. Und da musst du schon echt krass sein. Also der Weg dorthin ist lang, aber ich würde sagen, wenn man es wirklich macht und Bock drauf hat, dann lohnt es sich auch. Ich hab dir schon gerade gefragt, was möchtest du eigentlich machen? Ja, also ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz schlüssig. Auf jeden Fall würde ich sagen, im Bereich Feuerwehrrettungsdienst, also ich denke jetzt, weil ich ja auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter mache, denke ich, dass es auch in dem Bereich dann in irgendeiner Form sich dann so bewegen wird. Schauen wir mal, wohin der Weg mich führt. Das heißt ja auch, der Weg ist das Ziel, ne? Ja, genau, der Weg ist das Ziel. Muss kurz überlegen, ob es richtig war, aber ja. Genau. Hab auch schon Heftiges erlebt, hab in der Notaufnahme gearbeitet.
Das kann ich mir vorstellen. Ich durfte auch... Es ist so krank, was man in... Du denkst, du hast 10 Jahre oder weiß nicht, wie viele Jahre Schule man hat hinter sich. Boah, ich weiß alles. Ich bin der Gott auf Erden. Ich kann alles, ich weiß alles. Du gehst aus der Schule raus, egal was für ein Fach du hattest oder so. Und dann... Du gehst ins Krankenhaus. Ja, hol mir mal eine Mangelzange. Was? Ich weiß, was es ist, jetzt nach dem Sanitäter so, ne? Aber, ey, da haben die mir Sachen, Verbands, Zeugs, Sachen erklärt und gezeigt. Da denkst du nur so, Alter, das ist doch verbannt. Ich grüße zurück. Ja, der Notarzt, der macht das letzte Bewerbungsgespräch und dann ist er auch in den nächsten 5 bis 10 Minuten hier. Perfekt. So waren seine Worte. Und in Bielefeld beim Christoph. Hast du zufällig ein paar Bandagen dabei? Ja, du siehst so ein bisschen. Ja. Ja. Komplikation am Würfelpark. Mich hat jemand angefangen. Ah. Mein Bein tut ein bisschen weh. Oh, okay, ich guck mal. Okay, wie viel Morphium soll ich dir verabreichen, dass du gleich nicht mehr fliegen kannst? Ach, keine Ahnung. Ist mir egal, ich kann immer fliegen. Alles klar. Dann siehst du vielleicht nur 3 Hubschrauber anstatt einem. Okay. Ist egal. Irgendeiner der 3 wird schon richtig landen. Oh oh. Jetzt habe ich Angst. Okay, in Bielefeld. Christoph 13 darf man nur fliegen, wenn man die Notsan-Ausbildung und Brandmann-Ausbildung sowie nur bis zu einem bestimmten Alter hat. Kann ich mir vorstellen, weil, wie gesagt, also für mich ist Helikopter in Realität Elite. Elite der Notfallrettung. Die können zwar auch nicht alles, also die können keinen Kopf, der 4 Meter entfernt liegt, wieder anschrauben, aber auf jeden Fall ist das schon krank, was die dabei haben. Intensivstation quasi. Bei RTW 3 von Leitstelle kommt. Hast du Angst vor deiner Abschlussprüfung? Aktuell nein. Aber ich kann euch sagen, es ist menschlich, Angst zu haben. So, ich hoffe jetzt... ich mache dir mal ein paar Schmerzen weg und dann sollte es funktionieren. Schmerzen, genau, nee. Das letzte Mal, wo ich... Also, Prüfungsangst in dem Sinne hatte... war tatsächlich meine Führerscheinprüfung. Entschuldigung, Voranmeldung Krankenhaus, ein Patient nach Verkehrsunfall kommen. Das war jetzt so. Im Nachhinein nichts Wildes, aber da war ich halt aufgeregt, weil ich noch nie zuvor sowas gemacht habe, also so eine Prüfung und ja, hat geklappt. Von daher, ich kann nur empfehlen, Augen zu und durch. Von daher, das wird schon. Günter Müller, moin moin, Hallöchen. Wenn ich jetzt auf dem Server komme, kann ich mich direkt bei dir bewerben. Bei mir kannst du dich gerne für alles Mögliche bewerben. Der Witz ist, es wird dir nichts bringen, weil es nicht meine Abteilung ist. Du musst dich dann auf dem Discord... Bist du gerade in unserem Funk drin? Ich bin in dem Feuerwehrfunk drin. Ah, okay. Irgendwer war gerade bei uns im Funk. Ich kann dir nicht genau sagen, wer. Also. Jonas? Ja, her mit meinem Geld. Ich hab deine Lieferung, ja. Und zwar, bewerben kannst du dich über Discord, über den sogenannten D-Funk, in den ganzen Werbungschannels und dort ist also, das dann. Dankeschön. Ja. Ich bin kurz eine Sekunde beim Geldautomaten, ich muss ein bisschen was einzahlen. Wie viel hast du denn gerade Bargeld? Jetzt ein bisschen viel. Sag mal, wie viel? Gerade 104.000. 104.000? Wo hast denn das her? Von meinem Kollegen gerade. Wo hat er das denn her? Schwarzgeld? Nee, tatsächlich kein Schwarzgeld. Alles ehrlich erfarmtes Geld. Ah ja, gut. Der hat noch eine Rechnung offen bei mir. Okay, könntest du mir 1000 geben? Cash auf der Kralle? Yep. Weil ich habe, als ich mir den neuen Helm geholt habe, das Outfit nicht speichern leider in meinem Kleiderschrank. Das war so ein bisschen doof. So. Dankeschön. Jonas? Top. Ja. Bevor ich es vergesse, ich lasse einfach das Auto so. So kriegt man auch das Geld rein. Länger braucht noch die Person, die den Heli eingeparkt hat. Ja, letztes Bewerbungsgespräch, dann kommt der Kollege. Wir in Bremen. Oh, ich glaube, wir sind ja auch echt aus ganz Deutschland. Das ist mega. Bremen hatten wir schon. Bielefeld. Geil. Christoph Weser, der DRF Luftrettung und Christoph 6 des ADACs. Oh. Ja, ich muss sagen. Auch im Leitstellenspiel, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, bin ich auch dabei, ADAC-Heli und DRF Luftrettung als Grafikset gerade fertigzustellen. Es gibt zwar schon 1000 dieser Variationen, aber ich möchte mal gerne meine eigenen, deswegen, das wird mit Sicherheit auch nochmal mega geil.
Genau, da schreibt Leinlein, ich bin aus Leipzig. Ah, mega. Gute Frage. Ich stelle mal direkt die Frage zurück. Wo kommt ihr denn alle her? Also ich komme aus dem Raum Osnabrück. Und wie alt muss man für den Server sein? Es gibt keine Altersbegrenzung oder Beschränkungen. Das Einzige, was ihr mitbringen sollt, ist Motivation, den Drang, das RP auszuspielen und eine geistige Reife. Bei einem Rettungsdienst oder in der Feuerwehr geht, muss man sich einiges im Klaren sein. Man wird öfters in Situationen gerufen, die man nicht eigentlich so gerne erleben will. Oh ja, das stimmt. Okay, wir haben dabei Leipzig. Grüße aus Eschwege, Kassel, Schweiz, Essen, Kastrop, Hamburg, Hamburg, Sachsen, Hannover, Erzgebirge, Berlin, Berlin, Schweiz. Oha! Neumarkt in der Oberpfalz, Junge, 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 Dortmund, Unna, Sprenger, Herford, Essen. Jo, das ist aber die komplette Landkarte hier am Start. Frage, mega geil. Und Duisburg ist auch am Start. Südtirol. Ja, müsste aber abgegeben werden. Geil, Flensburg. Guck mal. Haben wir noch einen aus München vielleicht? Ja, ich wollte eben informieren, dass Köln, Lippe, Hannover, gleich ohne Gruppenführer ist. Köthen, Gelsenkirchen, Rheinland-Pfalz, Delmhorst, Bottrop. Der Vogt müsste noch unten sein, der kann sich einmal neu einteilen. Ostsee. Boah, guck mal. Von Flensburg über Hamburg, Berlin, Bremen. Ey, das ist ja mal mega geil. Bis in die Schweiz und Südtirol, ey, das ist ja mal Hammer. Hammer ist auch, dass wir 114 Leute hier gerade am Start sind. Also ganz, ganz großes Herzchen an euch. München! Oh, ich hab's gesagt. München, München, München. Erstmal einen kleinen Dance-Move hinlegen. Leipzig, Oberbayern, Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Ach, ey, das kommen. Ist ja echt Hammer. Genau, die Herzchen gehen raus. Hier, ihr kriegt auch ein paar. Wo haben wir sie denn? Die Herzchen. Da haben wir sie. Grüße zurück. Noch ein Leipziger. Frage. Da du ja auf Gelsenkirchen RP bist, wird gefeiert, dass Schalke auf zweite Liga aufsteigt. Hier wird's definitiv gefeiert. Ich muss sagen, ich bin kein Fußballfan an der Stelle. Tut mir leid. Da bin ich leider raus. Aber ich freue mich auf jeden Fall für den, der gewonnen hat. Wenn's verdient ist, beziehungsweise wenn keiner gedopt hat und es ein ehrlicher Verdienst ist, dann soll der Bessere gewinnen. Von daher auch gerne Schalke oder wie auch immer die ganzen Fußballvereine so sind. Und Marc Schneider mit Herzchen. Herzchen zurück. Liest du gerne den Chat? Ja, doch. Warum nicht, ne? Ich meine, wenn ich jetzt mitten hier in der Reanimation bin, dann gucke ich da zwar hin. Aber ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht so ganz, dass ich alle 30 Sekunden jede 1000 Chats da vorlese. Das ist ein bisschen schwierig oder beim Funken. Aber so, hey, ne? Warum? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Da kann man doch mega hier was machen. Werder Bremen seid ihr, ist zumindest hier einer Fußballfan. Dann Wolfsburgs, VfL, SG Handewitt und ein Dortmund-Fan. Ich denke auch hier, genau, FC Schalke ist auch am Start. Und die Frage, wie viele sind hier gerade am Start? 42 von 256. Ach ja, Bayern. Obacht, Eisbash, Ozopft Is. Oh, Leute, wer war gestern von euch im Stream dabei? Da waren ja auch einige am Start, ne? Der Holländer, der hat mir echt die... Informativ, Kirchner und Feldmeier sind jetzt erstmal außer Dienst. Wir kommen gleich wieder. Ja, perfekt. HSV Hamburger, Hannover 96, FC Hansa. Der Pilot sieht nicht so gesund aus. Ja, ich hoffe, der fliegt gut. Und Faust Peter ist wieder am Start. Hallöchen. Holländer sind Ehrenmänner. Ja, das auf jeden Fall. Ey, gestern der Einsatz war mega lustig. Da hatte ich ja richtig so einen an der Waffel, würde ich fast schon behaupten. Ich sag nur, Ranjit, Ranjit, der beste Agent von der Welt. Wenn jetzt noch mein Lieblingskollege Paul Fleischhauer hier am Start wäre, ich sag euch, da wären wir nur am Lachen. Aber eigentlich würde ich jetzt sagen, ey, lass mal langsam anfangen. 3RTW3 mit Sprechwunsch, komm. Aber, 3RTW3 kurz außer Dienst, mein Kollege ist wahrscheinlich gerade mit Kopfschmerzen. Wir warten im Krankenhaus, bis er wiederkommt.
verstanden. Das ist so. Ah! Guten Tag. Guten Tag, ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Status 2 und Abfahrt, wa? Oder Abflug? Machen wir eins oder was? Ja, zu melden uns zumindest schon mal an, sonst so, ja. Kommen wir nie in die Puschen. Ich zieh mich nur einmal ganz kurz um. Perfekt. Was ist denn mit den Piloten hier los? Ich bin anwesend. Ja, sie humpeln so ein bisschen. Ja, es geht schon. Hat sich den kleinen C an der Bettkante angestoßen. Drücken Sie mal den dritten Finger und dann unter G-Stiele zurücksetzen, dann geht das auch. Ja. Leitstelle von 3GW Funk 1? Leitstelle hört, kommen. Ja, der 3GW Funk ist jetzt Status 2 als Christoph Europa am Krankenhaus stationiert und im Dienst. Leitstelle, verstanden. Perfekt. So, dann kannst du ja nur noch schlimm den Bach runtergehen, ne? Ja. Perfekt. Rot-Weiß Essen, Werder Bremen, der Holländer, mit dem du dich auf Spanisch verständigt hast. Oh ja, oh ja. Aber hey, ich meine, mit den, naja, paar Fetzen Spanisch, die ich kann, finde ich es auf jeden Fall ganz witzig. Ich kann leider kein Bayerisch, Sächsisch oder Niederländisch oder dergleichen. Oder allgemein Dialekte, aber ich finde Dialekte mega geil. Und ich versuche auch hin und wieder mal ein paar auszupacken. Maybe it will work. Sometimes. Wobei, by the way, alles was wir hier sagen, machen und tun, ist natürlich fernab der Realität. Funkcheck. Unterhaltung. Check. Also falls mein Englischlehrer jetzt zugucken sollte. Wir sind angemeldet? Wir sind angemeldet, Status 2 als GW-Funk. Maschine schicken, oder? Jo. Für die Nachtschicht heute sogar in. Ach so, als. So, wir müssen aber Status 2 sein, weil sonst kriegen wir keinen Einsatz. Ey. Denkst du dich da auf der verlegten Tisch rum, oder was? Wie alt bist du? Ich bin 19 an der Zahl. Und maybe I can speak a little bit Spanglisch, Holländisch. Oder wir lassen es sein. Das war's. Bisschen Spaß muss ja sein und gute Laune, wa? Jo, war der C. Beste, beste Hems von der Welt. Am Boden stehen. Thorsten Wolf. Moin, Imo, Hallöchen. Ja? Habt ihr den GW-Funk besetzt? Ja? Ja, das ist ein Problem, deswegen haben wir auf einmal auf 2 gewechselt. Wir wurden vorhin nämlich als GW-Funk angeteilt. Gehen wir auf den GBT? Ist nicht schlimm. Ich trage dich um auf den GBT. Gehen wir auf GBT? Gut. Ja. Dankeschön. Seid ihr Praktikanten? Jo, unser normaler Typ ist gerade an der Wache. Ja, dann geht ihr auf den GBT. Zu spät. Nee, lass. Nein, zu spät. Alles gut. Tschüss. Leitstelle Gelsenkirchen von 3GWT. Leitstelle hört. Komm an. Ja, wir sind jetzt als Christoph Europa auf den 3GWT im Funk eingetragen und statt es zu am Krankenhaus. Leitstelle hat verstanden. So, wie sieht's aus mit Schwedisch? Tack, Herr, ja, hört du Öl. Bitte, was? Nein, ich kann absolut kein Schwedisch. Ich finde die Sprache auch mega interessant, aber ich kann leider kein Schwedisch, nicht im Ansatz. Das gibt nur Ohrenschmerzen und alle, die dann die Sprache tatsächlich können, die denken sich, what the fuck ist mit dem los? Besoffen oder was? Nein. Ich wollte dir mal empfehlen, mit den Jacke anzuziehen, wo kannst du gar nicht, ne? Jetzt ist zu spät. Ich kann dir nur von meinem, also mit dem Bodycam jetzt an, ne? Bitte was? Ist deine Bodycam an oder nicht? Ja, die läuft schon. Achso. Ich kann dir mal so erzählen von meinen Erfahrungen, also abends ist es ein bisschen kälter. Ja, da ist was dran. Nachts ist es kälter als draußen. Ja, verstehe. Okay, turn off engine. Okay. Bodenbeleuchtung, check. Gear Function, check. Kannst du bitte Jana lauter machen? Ja, ich kann es versuchen, aber es ist
liegt manchmal daran, dass die von sich aus das regeln müssen. Streamst du jeden Tag? Nein, tue ich nicht. Ja, wo krieg ich denn jetzt meine Jacke her? Wo krieg ich denn die Jacke her, ist die Frage. An deiner Wache, glaube ich. Ja, da muss ich jetzt erstmal zum Krankenhaus, zur Feuerwache hier, ne? Na, ja, ja. Aber kannst du ja morgen machen oder so. Ja, definitiv. Ich komm gleich wieder. Alles klar. Streamst du jeden Tag? Nein, tue ich nicht, weil ich auch noch arbeiten bin parallel. Das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Ich habe auch ein Privatleben und auch noch ein Hobbyleben und auch noch tausend andere Sachen. Freunde, Familie, Verwandte, alles, was man halt so macht. Von daher, ja. Ja, nein, nicht jeden Tag. Dann, weil ich Zeit habe, Bock habe, dann mache ich das. Aber erstmal bitte eine Schweigeminute oder eine Partyminute für den Christoph Europa. Was haltet ihr von dem schnieken Teil? Ha? Der sieht doch mal mega aus. Warte mal. Wir müssen mal hier kurz was machen. Schleichwerbung. Moment. Katsching. So. Copy. Twitter. Nein, das war der falsche Link. So, knicken, lochen, abheften. Perfekt, so. Profilname. Thorsten, der Rettungswolf. Das klingt gut. Thorsten, der Rettungswolf. Klappt es jetzt? Thorsten, der Rettungswolf. Ja, perfekt. Passt. Ah, knicken, lochen, abheften. Herzen an das Server-Team. Ja, gebe ich weiter. Wie lange bist du schon auf dem Gelsenkirchen-RP-Server? Seit Minute 1, mehr oder weniger. Seit Minute 1. Und ich muss sagen, hat sich bisher geil entwickelt. Ja, der Doc hat die Trage geholt. Oh, sehr gut. Aber die Tür klemmt, oder? Wie sieht's aus? Sieht so aus. Ja, immer diese Automatiktüren, ne? Na, sowas. So, warte, machen wir jetzt mal so. Also, der Patient liegt dann sozusagen. Gehen wir auf die Trage ganz kurz. Also machen wir jetzt mal so, ja. Oh, diese Kopfschmerzen. Oh. Hast du Kopfschmerzen? Also, ja, genau. Nein. Aber, noch nicht vorne! Auf gar keinen Fall! Eieiei. Hängt so ein bisschen noch aus, aber. Bisschen ist gut. Das Gelb sticht sich, weil ich weiß nicht, deswegen sieht man das nicht so, aber. Ja, als Patient siehst du es nicht, aber. Okay. Einfach in deine Augenkamera. Ja, ich soll alles sagen. Ja, also es muss noch gemacht werden, dass die Tage sozusagen auch in den Raum. Ja, erstmal gut, dass wir den haben, dann wird erstmal hier in der Praxis getestet und dann wird er nochmal überarbeitet von der Werkstatt, ist ja alles kein Problem. Die Rotoren sind dann wieder, ich mach die mal kurz aus. Mach das. Ja, das ist wie gesagt auch noch so ein kleines Problemchen. Ja. Ist das nicht das Ocean Medical Center? Das kann das sein. Arbeitest du auch im Rettungsdienst? Nein, arbeite ich nicht, aber ich bin auf dem Weg dorthin. Ist das das gleiche Skript, was du meinst von RLO, oder? Hä? Wie sieht es mit Streaming-Lizenzen aus? Gibt es da Vorschriften? Ja, definitiv. Da ich seit Minute 1 hier den Server quasi gestreamt zeige, habe ich quasi ja eine gute Stellung erarbeitet quasi, aber auch ich muss mich noch natürlich an
ja, Vorschriften halten. Falls ihr zu genaueres wissen wollt, fragt einfach im Support nach. Macht ein Ticket auf, wenn ihr mit aufstreamen wollt. Und ja, dann dürft ihr das rein theoretisch auch. Und Herr Marition, mein Gott, ich will Maritiron sagen. Jünkerath in der Vulkaneifel. Sehr spezieller Ort, aber willkommen. So, jetzt sind wir hier im Start und warten auf den Einsatz. Schauen wir mal. Ich hoffe auch, dass wir, wenn gleich ein Einsatz kommt, der auch ein bisschen länger anhaltend ist und jetzt nicht so in 30 Sekunden fliegen hin, eintüten und ab nach Hause. Das, ja, soll sich ja auch schon ein bisschen lohnen, ne? Ah, ADAC-Heli. Perfekt, okay, okay. Ich muss mal schnell Powernappen gehen. Irgendwie funktioniert bei mir gerade auch nichts mehr. Bin mal gespannt, wie er den Einsatz abarbeitet. Oh, auf jeden Fall, ich auch. Ah, RLO ist Real Life Online von YouTuber Sizen. Ah ja, okay. Lieblingshelikoptermodell RLBK 117 Frage, Bell UH1D. What? Klingt nach einem sehr, sehr speziellen Helikopter, Modell. Ich guck mal kurz auf dem Handy. Also, das ist ein... Momentchen mal. Also, Bell kenne ich auf jeden Fall als Marke. RL, BK 117, okay, ja. Wie sind das jetzt eigentlich beim Rettungsdienst? Sind die mittlerweile schon getrennt oder sind die immer noch mit der Feuerwehr? Also offiziell getrennt, inoffiziell noch zusammen. Wobei das auch nur über die Führungsposition getrennt wurde. Tatsächlich läuft immer noch alles zusammen ab. Wie sich das ändern wird, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber ich habe so irgendwie mitbekommen, als sie noch zusammen waren, also offiziell auch noch zusammen, gab es irgendwie immer so ein paar Problemchen. Ja. Und dann irgendwann halt nicht mehr. Soll ich mal was verraten? Ja. Egal wie es geregelt wird, es gibt immer Problemchen. Ja, das stimmt, das gibt's auch bei uns, aber ja, es hieß von intern irgendwie immer, also von den Rettungsdienstlern irgendwie immer, dass alles sehr, sehr chaotisch irgendwie ist. Sizen, Xion. Mitgehört hat. Ja, wie man es ausspricht, ist, das macht auch wieder jeder anders. Ich bin Einsatz. Ah, du auch? Feuermenschenleben. Oder ja. Verkehrsunfall mit Feuer und in dem Auto, was brennt, ist eine Frau und... Okay, nein. Die schwanger ist, genau. Achter Monat. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Wer meldet sich freiwillig? Ich meine, ich bin bitte als Kind im Bauch, als schwangere Frau oder als was genau? Ja, wir drei sind ja raus. Wir müssen in Heli fliegen. Wunderschön, dieser Heli. Ja, das ist richtig. Schwarzer Kaffee, Hallöchen. Ach Gott. Bei welchem Job bekommt man das meiste Geld? Gute Frage. Also ich sag mal so, wenn du Chef bist von deiner Fraktion, auf jeden Fall das meiste von oder das höchste. Aber ich denke mal so vom Grundsätzlichen her ist die Aufteilung wie in der Realität auch. Also offiziell dauert es halt ein bisschen länger. Inoffiziell geht es vielleicht schneller, aber ist auch gefährlicher. Ist keine sichere Einnahmequelle. Von daher, musst du mal schauen. Boah, warte mal. Uiuiui, geiles. Langsam kommt die Sonne durch. Das ist mega.
richtig schön ist, die Sonne kommt jetzt durch. Ja, ich sag dir, es ist T-Shirt-Wetter. Gleich wirst du schwitzen in der Luft. Ja, ist egal, wir haben hier oben Klimaanlage. Man kann sich auch rausreden. Ja, aber den hier machen, warte. Ja, alles klar. Müsste eigentlich was essen, aber irgendwie keinen Bock. Ja, da verpasst du gleich den ersten Einsatz hier, ne? Hast du den Server ge... Was denn für ein Test hier? Oh, das wäre abonniert. Herzliches Dankeschön. Hast du den Server gegründet? Nein, habe ich nicht, aber ich war auf jeden Fall bei den wichtigsten Schritten mehr oder weniger dabei. Und wenn man neu anfangen würde, was empfiehlst du für einen Job? Oh, ich sag mal so. Für den einen ist der Bereich Feuerwehr-Rettungsdienst was, für den anderen ist es mehr Richtung Polizei. Für wieder andere ist es die illegale Version oder Variante oder... Ja, ja. Ich bin jetzt bei der im BF, dass ich Einsätze mitbekommen kann, aber... Okay, ja, Funkcheck. Ja, okay. Auf jeden Fall... Aircraft ist ready for departure. Was? Wovon reden die? Hallo? Irgendwer der 3W1 bei mir amerikanische Sirenen, weißt du warum? Nein, kann ich dir nicht sagen. Es ist manchmal der Fehler, das ist richtig. Da hilft nur Sirene an und wieder ausmachen. Oder mal schauen, dass du vielleicht dir so ein Pack installierst. So ein Sirenenpack. Weil normalerweise ist es geregelt, dass man eben. Ja, wie soll man sagen? Normalerweise ist es halt geregelt, dass man, wenn die Sirenen ertönen, normalerweise, die werden über den Server geregelt. Deswegen ist es normalerweise so, dass die nicht... Leitstern an alle Fahrzeuge einmal Funkstatus aktualisieren. Dass die quasi... Jetzt habe ich den Faden verloren, mein Gott. Was habe ich gesagt? Durch, dass wir... Genau, Sirenenpack, genau. Installieren dann passt. Thorsten? Ja? Gib mir mal durch, dass wir der GWT sind als Europa. Hab ich schon gerade, aber ich mach's gern nochmal. 3 RTW1 mit Notruf. Leitstelle von 3 GWT? Der GWT fungiert als Christoph Europa und ist im Dienst Status 2. Leitstelle hat verstanden. Derzeit keine Einsätze kommen. Ja, verstanden, Ende. Ich will nicht die Laune verderben, aber es gibt gerade eine Einsatzflaute, was sehr ungewöhnlich ist. Nichts zu tun. Ich hab so mein Leben. Gleich im Helikopter. Wollen wir vielleicht so eine Art Rundflug mal machen? Systemcheck oder so? Wir können eine Wasser... Ne, wir können keine Wasserrettung machen. Tja, Da ging's so krass los mit der Reanimation in nur 2 Minuten, aber jetzt ist hier totale Flaute. Was ist da los? Da fragt man sich doch immer, woran hat's gelesen. 3 RTW2 mit Sprechwunsch kommen. Ah, wie viele Leute haben wir denn hier? Das ist doch... Meldung am Einsatz und angetroffen. Reanimationspflichtige Person braucht einmal einen NEF am Einsatzort kommen. Halt kein NEF verfügbar kommen.
Doch, der Heli. Ja, verstanden. Leitstelle von Christoph Europa? Leitstelle hört. Wir hätten einen Notarzt auf dem Helikopter zur Verfügung. Ich organisiere uns mal gerade einen Einsatz. Hier fragt wer nach dem Notarzt. Leitstelle an den 3 RTW 2 kommen. Wird sie kommen? Brauchen Sie auch eine Luftrettung kommen? So negativ, weil der Einsatz direkt am Krankenhaus in der Nähe ist, kommen. Och man! Leitstelle, hat verstanden. Gruppenführer Halle vom Branddirektor. Was? Ende. Schlechte Nachrichten. Was denn? Der Einsatz, wo man eventuell einen Notarzt gebrauchen könnte, ist leider in der Nähe des Krankenhauses. Von daher kein Heli vonnöten. Ist jetzt doof. Oh, ah, sehr müde. Excelsior, bei Fuß. Ende. Wir sind heute innerhalb von 2,5 Stunden Reinsätze gefahren, davon wurde einer abgebrochen. Eieiei. Kannst du irgendwelche Tipps geben für Leute, die neu angefangen haben? Ja. Sucht euch einen Job. Seid regelmäßig online. Sucht euch Kumpels, mit denen ihr zusammenzockt. Und, ja, was kann man noch als Tipp so geben? Also, ich sag mal so. Sucht euch einen Job, der euch Spaß macht und nicht so, oh, jetzt muss ich schon wieder dahin. Oh. Ja. Wenn du ja, immer wenn der Helikopter startet, dann musst du ja immer noch um die Maschine rumgehen. Ich geb dir einen Tipp, entweder machst du den Emote slash okay, also. Entweder machst du den hier, damit oben der, damit der Pilot weiß, was los ist. Also, dass alles okay ist. Oder du machst halt den. Na, der ist gut. Ja, immer. Ja, das ist manchmal so. Es ist gut, es geht gut los, aber dann passiert nicht mehr viel. Ja, das ist ein sehr junger Disponent. Ja, das ist richtig. Sollte ein Disponent wissen, dass ein NA auf dem RTH sitzt? Ja, das ist richtig. Aber der Plan war eigentlich, dass wenn ich ihm das jetzt so direkt sage, dass er uns alarmiert, aber naja. Vielleicht. Ach, die Tür so gemacht. Welch eine Schandtat. Hier ist wieder offen. Wand zu. Aber irgendeiner von euch hat die Schiebetür zugemacht. Ja, also Thorsten. Mensch, Thorsten, du kannst ja immer die Schiebetür zumachen. Ich hab den Boden hier frisch sauber gemacht, da muss ich mal dran vorbei hier. Das ist, geht nicht anders. Sag mal, was für ein Dreck hast du mit dem Besen weggemacht, der nicht durch den Luftdruck vom Helikopter weggeht? Es ist ja, alles okay. GWT, ja, Gerätewagen Technik hätte ich jetzt das als so übersetzt. Aber, ja, das ist so, wie soll man sagen, also, wenn hier halt nichts los ist, dann ist es ja, egal, wo wir uns hier anmelden. Trotzdem ein NEF hier, damit ich eine Infusion legen kann, komm. Ah, der Kollege fordert jetzt trotzdem nochmal ein NEF an, vielleicht ist das unsere Chance. Boah. Nein! Wer macht denn die scheiß Tür zu? Sag mal. Nein.
Gut, wir steigen wieder ein und wieder aus. Was haben wir jetzt bloß gemacht? Den Christoph mit dem Notarzt. Christoph, er wird alarmiert, Moment. Ja. Bereit machen! Brandirektor Haverland mit einer Information an alle Kräfte, die gerade im Funk sind. Ich möchte für Zukunft zur Besetzung der Fahrzeuge vielleicht überdenken, ob die Sinn macht. Wir haben zur Information jetzt keinen bodengebundenen Notarzt, der Einsätze anfahren kann. Denk an die Trage! Ich möchte euch bitten, für die Zukunft selber vielleicht überlegen, ob die Fahrzeugbesetzung so Sinn macht. Brandirektor Ende. Ja. Immer mit der Tür ins Haus fallen. Machen wir so rum. Ich hab jetzt noch. Auto ist natürlich der Klaus für die Patsche. Haben wir eine Adresse? Der hier, rechts um die Ecke, der lila Punkt, wie gesagt. Nein, die RTW 2. Kannst du auf Abflug eigentlich, der RTW da vorne. Ja, Sichtflug. Ja, wow. Ja, wow! Hat es dann gescheppert? Ja, hat es. Geh direkt runter, hier auf der Kreuzung runter. 30 20 in Englisch, bitte, in Englisch. 10 Touchdown. Hey, cabin report ready for exit. Mein Gott. Yeah, I'm ready for exit. Ready for exit. Unsinn. Polizei hat den Patienten hier aufgefunden. Ja, das war wieder eine glanzreife Leistung hier. 30 Blutdruck, soweit alle Wunden verbunden. Legen? Ja. Könnt ihr uns bitte noch eine kleine Sperrzone, eine kleine Reich einrichten? Ich hab ein bisschen Angst um unseren Helikopter. Mir wurde nie gesagt, wie man das macht. Das ist Slash-Verkehr. Und dann auch Sperrzone errichten. Und dann kannst du die Größe einstellen und dann was Sperrzone errichten. Eine kleine, eine ganz kleine reicht. Aber ah, bitte irgendeine, damit genau so was nicht passiert. Ah. So. Alles klar. Soll ich eine Infusion legen? Perfekt, danke. Ja, die meine Infusion. Guten Tag, der Herr, mit dem Namen, ich bin der Notarzt, nicht erschrecken. Ist er ansprechbar? Nein. Was ist das? Zustand nach, was ist passiert? Unbekannt, ich habe ihn hier auf der Straße gefunden. Okay. Du kannst die Trage gerne ablegen, du hast uns hier ein bisschen gut helfen. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier direkt ablege, dann ist die gleich im RDW. Dann leg die einfach ein bisschen anders, dann geh ein bisschen zur Seite. Dann. Alles klar. Gut, Bodycheck, wie bei der ungefähr? Gut, Kopf ist aber stabil, Klavikula ist soweit instabil, Thorax instabil, dann das rechte, linke Bein ist instabil. Einmal bitte eine große Infusion anhängen, ja? Okay. Große Milliliter? Jo. Gibt es irgendwelche Informationen zu dem Zustand des Patienten? Zustand nach, fragwürdig, wurde so aufgefunden, initial von der Polizei. Initial nicht ansprechbar, keine Schadenprobleme auf jeden Fall vorhanden. Infusion wurde gelegt. Na, ist klar. Wir haben offene Risswunde auf jeden Fall im Thorax, in diesem linken Arm und im rechten Bein. 10-20 gepult. Also, ja, gucken, dass wir mit dem arrhythmisches eventuell, dass wir eventuell den Kreislauf aushalten, ein bisschen aufbauen, mit einer großen mentalen Bonuslösung, ja. Blutdruck ist etwas gestiegen, 56 zu 37. Ja, gut, das steigt. Ja, die Sauerstoffsättigung ist bei 80%. Alles klar. Einmal bitte BZ und nochmal Recycler. Ja, der BZ liegt bei 133. Ah, okay, das ist doch jetzt viel zu
hoch. Ja, du bist nicht der Normwert zwischen 50 und 60. Wave, ein ganz herzliches Dankeschön. Du hast den Rang Feuerwehrmann erreicht. Super, Dankeschön. Ja, da wirst du jetzt einiges Neues feststellen, was da Möglichkeiten neu entstanden sind. Herzliches Dankeschön. Wir machen mal direkt weiter. Das Blaulicht ist schlecht animiert. Nee, das hängt damit zusammen, dass das noch nicht gerade neu gestartet wurde, weil man kann da mehrere Blaulichtmuster anmachen. Das ist jetzt gerade das langsamste. Was ist denn da? 18. Oh. Ja, hallo, ich bin James, ich bin der Tugrats. Herzliches Dankeschön. Die Gummelente? Was? Sehe ich das richtig? Gummiente. Gummelente, genau, alles klar. Die Gummiente. Oh, Dankeschön. Da war auch da etwas fehlt, spüren Sie das. Er drückt ein bisschen. Oh. Sind ja, am Becken, da etwas fehlt, spüren Sie das. Ja, ich spüre das. Alles klar.
Wir machen trotzdem eine volle Immobilisation, sprich Vakuumadratz des Nifty Catlocks. Und dann machen wir nochmal einen Beckengurt achsengerecht dran, ja. Und dann könnt ihr eigentlich ihn abtrampen. Soll ich mal die Tränen holen? Ja, bitte. Ja, das große EKG ist jetzt gerade fertig ausgedruckt. Systole, normwertig, QRS-Komplex regelmäßig und vorhanden, keine SD-Hebung. Der Herr ist grundsätzlich ein bisschen aufgeregt, also ein bisschen erhöhtes. Erhöhte Diastole und Systole, aber nichts Ungewöhnliches. Was haben Sie gesagt? Ich muss eure Trage nehmen. Nein, bitte nicht. Bei mir ist aber keine drin. Dann nehmen Sie unsere. So. Wie kommt man auf den Server? Ja, ganz einfach auf. So, ich guck noch auf eure Lunge drauf, ja? Den Discord-Link in der Videobeschreibung. Dann kommst du drauf. Kelsen 15.2 und Kelsen 15.3 bei Gelegenheit zusammenlegen. Alles klar, Tor, das ist bald der Reset-Push. Bedürftet kein Block, ein Knopf drauf. Ja, verstanden. Digga, bist du zu. Und geh, ich kann ihn nicht aufnehmen. Versuch jetzt nochmal. Okay. Alles klar, dann lange mich einmal oben auf 3, ja? Okay. Ja, Kopf sagt an. Jo, ich kann den Kopf. 1, 2, 3. Und jetzt ganz vorsichtig auf die Trage. Die Muskel und dann das erste aussehen, was da ist. Genau. Gut, ihr fahrt dann ins Krankenhaus. Eine 15 Minuten Regel und dann ist alles gut. Jo, wir rücken wieder ab. Jo, dann tschüss. Ja. So, danke nochmal, ja? Ja, tschüss. Mensch, wir hätten da so eine geile Mucke am Start. Clear for takeoff. Beim nächsten Mal wartest du bitte, bis der Pilot okay sagt. Also, nicht, also, Anzeichen sagen und dann wartest du, bis der Pilot das umguckt ist, okay? Alles klar. Jo, wo kein Ding. Da lag der Fehler aber auf meiner Seite. Alles gut. 30, 30, 20, 10, 5. Das ist windig heute, ne? Touchdown. Touchdown. Flight cross check. Okay, Reaper, wenn ready for exit. Ja, I'm ready for exit. Ja, I'm ready for exit. Eieiei. Ready to rumble, yay. Das Professionelle kommt noch mit der Zeit. War doch ein ganz okayer erster Einsatz. Perfekt. So, wie kommt man auf den Server? Wie gesagt, Discord-Link in der Videobeschreibung. Da einfach drauf joinen. Warum steht da Feuerwehrbrandmeister? Ja, ich habe noch die andere Berechtigung quasi. Daher. Beim Patienten alles gut. Ich glaube, der Heli möchte wieder starten. Warum? Ja, weiß ich nicht.
Hat der Pilot vielleicht die Schlüssel oder die Zündung noch? Ja, RTW 2 mit Sprechwunsch kommen. Spack, der zündet sie manchmal von selber. Ich hab das mit einem Patienten ins Krankenhaus gebracht. Also, alles verstanden. Ist der RTW immer nur mit einer Person auf dem Server? Nein, sie ist realistisch besetzt mit zwei Fahrzeugen, genau. Zwei Fahrzeuge auf eine Person. Nein, zwei Personen auf ein Fahrzeug, so rum. Aber gerade scheint wenig Personal online zu sein, was sehr ungewöhnlich ist. Aber gut. Wie heißt der Server? Mit wie vielen Jahren darf man mitspielen? Der Server nennt sich Gelsenkirchen RP V1. Danke fürs Abo und auch nochmal das vorherige Dankeschön. Und zwar, es gibt keine Altersbeschränkung. Also, ob ihr 7, 12, 23 oder 88 seid, ist scheißegal. Das Einzige, was ihr... Oder es gibt drei Sachen, die ihr unbedingt braucht. Das ist Motivation. Den Drang, mit Realismus das RP oder Roleplay auszuspielen. Und eben die geistige Reife, das vernünftig zu machen. Dann seid ihr hier gerne gesehen... Gerne gesehene Bewohner, Mitarbeiter oder wie man es auch nennen will. Nein, es ist kein Hardcore-RP, aber wir sagen mal so, es wäre nicht verkehrt. Was willst du machen? Ich muss kurz ein Zoom-Meeting hier im Konferenzraum machen mit der letzten Luftrettung. Ach so, ja gut. Ja, scheint aber echt hier gerade wirklich fast tote Hose zu sein, das ist ja schlimm. Ja, das ist manchmal tatsächlich so. Manchmal ging es irgendwie schon, da hatten einen Tag schon, da war irgendwie, kamen wir runter und eine Minute später waren wir schon wieder alarmiert. Aber gerade, also vor allem heute, ist sehr, sehr tote Hose. Das ist ja schlimm. Die Leute können sich leider alle benehmen. Wissen leider alle, wie sie fahren und wie sie laufen und was passiert. Nee, die haben gewusst, dass wir heute einen Helikopter an den Start legen und ja, dann wollten sie nicht. Schon mit keiner mehr mit dem Heli gerettet werden. Na, sowas. Alle Höhenangst. Ja, das auch. Alle können auf mal schwimmen und sich an Stoppschilder halten. Eine ganz tolle, schwierige Sache. Braucht man RP-Erfahrung? Nein! Wenn ihr keine RP-Erfahrung haben solltet, gibt es kein Problem. Dann bekommt ihr hier welche. 5M? Ja, 5M. Einfach ja, normales RP. Genau. Und Engelchen, Abend, Nabend und danke an der Gamer fürs Abonnieren, dankeschön. Boah, ich muss sagen, es ist ja echt sowas von, also ich will nicht sagen, nicht langweilig, nicht, aber es ist schon, ja, das ist zu langweilig, es passiert nichts. Na sowas. Naja, hoffen wir mal, dass wir vielleicht nochmal... ...gleich irgendwie rauskommen. Ach Mann, ey. Das ist ja schlimm hier. Dann hüpft vom Dach, dann hat man einen Suizideinsatz. Hey. Ja, klar. Salty Chat. Nein, wir haben keinen Salty Chat. Alles über Ingame Voice. Dürft man auf dem Server streamen? Ja, darfst du. Allerdings brauchst du dafür eine, in dem Sinne, Streamer-Lizenz. Die bekommst du relativ einfach, wenn du dich einmal quasi vorstellst. Hier bei dem Server-Team, dann ist das kein Problem. Da gibt es noch so ein paar Regeln, dann wirst du nochmal unterwiesen quasi, wie du genau das zu machen hast und dann ist das kein Problem. Es sitzt der Helms TC doch eigentlich neben dem Piloten in dem RTH. Ja, das ist richtig, allerdings war ich ja gerade eingestiegen. Was? Hast du geguckt durchs Fenster, ne? Quatsch! Ja, ja.
War eine schnelle Zoom-Konferenz. War die Internetverbindung wieder weg oder was da los gewesen? Nö, keine Lust mehr gehabt. Ah. Ja, super. Internet-Sachen muss ich ja keine Ahnung haben, von daher alles gut. Bin auf dem Server, heiße Anton Smith. Hast mich, glaube ich, sogar gestern als Leitsteller angefunkt. Ah, ja, mega. Guck mal, so läuft man sich über den Weg. Mit Gang oder nicht? Ja, es gibt hier definitiv viele Gangs. Beim Rettungsdienst heiße Anton Smith, hast mich, glaube ich, gestern angefangen. Ja klar, hier, das ist super, wie viele hier schreiben. Warum denk an, dass das dein Server ist? Gute Frage. Das ist mein Genau. Nein, das ist nicht mein Server, aber ein Kumpel von mir hat den definitiv gemacht. Leitstelle für 3 LW2. Also wenn das so weitergeht, würde ich schon fast sagen, ich mache selber einen Suizidversuch, aber damit erschwöre ich mich selber zu behandeln, ne? Jetzt so eine Suchaktion, das wäre geil. Komm, wir suchen das Hausschwein von der Berufsfeuerwehr. Haben die jetzt wirklich ein Hausschwein? Ja? Hast du das nicht mitbekommen? Doch, aber ich habe mich immer gefragt, was denen das WWL, warum denn ein Schwein zugelaufen ist, aber. Ja, schau mal, wir sitzen jetzt doch ein Hausschwein. Das sind doch eher Schweine da. Eieieiei. Bei der 9066 wurde angegriffen. Wer von denen ist die Projektleitung? Die bin natürlich ich. Nein, ich bin stellvertretende Projektleitung. Könnt ihr kurz ein Foto machen für mein Tinder-Profilbild? Ja, klar. Bin ich auch gerade dabei. Der 3 LW1, der fährt mit so 9066. Wir sind ein guter Kapitän. Und dann hier hinten hinstellen und dann direkt ein Foto. So negativ fahre ich jetzt wieder zur Wache wieder zurückkommen. Jonas, du müsstest einmal aus dem Bild gehen, bitte. Dankeschön. Ah, ja, perfekt. Ja, okay, das ist noch nicht so geil. So, das sieht doch schon besser aus. Perfekt, schicke ich dir zu. Alles klar. Hast du von mir bestimmt auch noch eins, boah, noch ein schönes. Da kannst du von mir auch mal direkt eins machen. Ja, genau, der nächste. Boah, ja, hey, Baby, hallo, gib's mir saftig. Du bist eine Frau und keine Statue. Soll das HLF den Baum auf Straße oder den Brandalarm fahren? Gib's mir, Alter. Wiederholen, kommen. Soll das HLF 20-1 den Baum auf Straße oder den Brand anfahren? Den Brand kommen. Och Leute, keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hier bitte. Oh Mensch, jetzt habe ich hier meinen Helm nicht mehr auf. Ich geb dir mal kurz, nein, pass mal auf. Der Brand. Wie heißt der Server? Gelsenkirchen RP Server, V1, PC, ja. PS4 ist leider nicht möglich, da brauchst du schon einen PC für. Unser Navi weg. Wie war das mit dem, wir wollen nochmal zu einem Baumsturz alarmiert werden? Ja, bei mir der. Wie meinst du das? Ja, die haben gerade einen Baumeinsatz fürs Halle. Wollen wir da hin? Wir können absichern, ja. Ich glaube, es muss mehr für uns abgesichert werden, bevor wir landen können, als wir die absichern, aber gut. Ja. Oder soll ich meine Jacke von der BR holen mit dem RTH? Was meint ihr? Wir können gerne mal ein bisschen auf die genaue Adresse vom Brand. Sorry Jungs, ich musste mal kurz meine Jacke holen. Können wir mal einen Platz haben, so bestimmt. Also wir können gerne ein bisschen Sightseeing machen, so ist ja nicht. Können wir gerne machen. Na dann. Ein bisschen die Landetechniken. Kevin ready.
Du hast die Tür bei mir aufgemacht. Die rechte Tür ist noch auf. Sollte dann gleich zugemacht werden. So. Ja, ja, sonst holt sich hier jeder noch einen Zug, ne? Ich weiß schon. Ich will jetzt aber nicht aussteigen. Also fangen wir bei der Jacke an, die wir holen. Wäre nicht verkehrt. Pass auf, wir sind überall Türme. Ich weiß schon, ich pass schon auf. Ich sag's euch, gleich ist Eigenunfall. Dann haben die anderen wenigstens was zu machen. Ja, super. Oh, geiles Bild, Alter. Uiuiui. Ja, du hast ja voll realistisch an, wenn man so redet. Du bist fast ein bisschen laut, aber ansonsten ja. Ah, soll ich wieder so reden? Deutlich besser. Ah, das hört sich geil an. Also, ich find's geil. Minimal übersteuert, aber ansonsten hört man's, ja? Ja, also lieber so reden? Ja, bitte. Ah, okay. Sonst klingt der Kollege zu übermotiviert. Oh, Strohbach, oh mein Gott! Wenn ich Junge! Beleben. Alter! Ich lande mal bei denen auf dem Parkplatz, dass sie noch ausdrücken können. Ich glaube, da unten hat ja die BF ein paar Probleme. Da ist ein Zaun, das wird eng. Nimm das Parkhausdach da vorne. Pass auf die Strommesser auf, bitte. Ja. 30. 20. 10. 5. Touchdown. Touchdown. Köln ready. Ready. Ready for exit. Frost check. Kannst du den Helikopter abschließen? Oh, perfekt. Wir glauben keiner. Oh, und dankeschön fürs Abi. Lieblingsbier. Oh. Nach einem Moment. Lieblingsbier. Was haben wir denn da? Radler? Pilsener? Ach, genau, Radler, genau. Ist ja kein Bier, Alter. Spülmittel. Nee, ich glaube, ich würde mich da bei einem Pilz, glaube ich, oder Weizen einsortieren. Aber da ich sowieso nicht so ganz so viel Bier trinke, ist das mehr so eine Sache von... Naja. Fliegen durch Strommäste, bitte. Ja, wir checken nur die örtlichen Begebenheiten. Ob alles brandschutzgetreu ist. Ah, hier wird in die Delka hier hingestellt, ey. Delka schiebt ein bisschen schief. Ich stell die mal wieder richtig hin, oder? Ja, schieb mal richtig, genau. Und waschen kannst du sie auch mal gleich. Junge, was ist denn da los? Warum solche Helme? Ja, weil wir bei der Luftrettung sind. Diesel ist geil zu trinken, ich glaube ja nicht. Genauso wie, Priel, trinkst du auch nur einmal. Schreib nur ein bisschen, ne? Bin wegen dir zum Rettungsdienst gegangen, weil du mir gezeigt hast, was man alles machen kann. Bin froh, dass ich angenommen wurde. Das freut mich. Und Flo hat abonniert. Dankeschön. Ja, Profi. Jetzt zieh dich um. Komm, husch. Ja, ja. Bloß keine Eile. Paradi, parada. Ja, das sieht doch gut aus. Nein! Ach, nicht schon wieder der Fehler hier. Oh Gott, Alter. Und wieder. Ach, ich liebe den Fehler. Moment. Hä? Irgendwas mache ich hier wieder falsch.
Flo, dankeschön. 5 Euro. Herzlichen Dank, Alter. Was ist denn hier los? Danke, danke, danke. So, ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen. Das Problem hatte ich schon mal mit dem. Mit den, wie heißt es? Rettungsgeschichten mit den. Mit der Uniform, dass die manchmal so ein bisschen verrückt ist. So, Einkauf bestätigen und. Ja, safe. Ach, warte mal hier, warte mal. Nein, wir möchten erstmal nicht. Wir möchten jetzt erstmal meine Uniform machen. Dann werde ich hier meine Uniform, genau. Das heißt dann Clothes. Dann schraube ich die runter auf Helmet. Und mache dann die richtigen drauf und ziehe mich jetzt um zu dem Hems. Perfekt. Ich dachte, unser Heli ist abgeschlossen. Unser Heli wurde geklaut. Jemand? Ja, positiv. Irgendjemand den Christoph? Weil hier ist ja einer gerade vor der Waffe. Ich hab den Christoph nicht. Ja, Millim, du hast doch Essen recht, Millim. Mach doch mal was, bitte. Zieh die ID einfach. Holst du die ID von den Typen. Bannst ihn weg. Permanent, dann ist gut. Da sind aber drei Leute drin. Also alle weg. Ja, perfekt, dann machen wir das nochmal. Ah, slash bann dann die ID. Das ist jetzt bis 2300. Aber in die Wache, hier wird geschossen. Ach du Scheiße! Jetzt alle mal schön wegfahren. Na sowas, das ist ja natürlich wieder hier ganz geil. Hast du? Bin gerade dran, erst das raus. Der müsste gleich wie ein Vogel vom Himmel fallen, wenn der Pilot weg ist. Positiv, wir stehen hier. Er wird geschossen. Na super. Nach Regen geschossen, wir sollten. Du Scheiße! Sollten jetzt alle sein. Alle wurden gewarnt, aufgelöst. Gut, dann zieh mal durch. Willem, hau mal den Typen da. Hä? Das ist leider keine Dienstwaffe. W3, wir wurden alarmiert. Die sind doch alle im Helikopter drin. Du hast ihn nur gefreezed. Ja, freezed, ich hab die gebannt. Nein, das ist gefreezed. Hä? Kurz von 9, okay. Willem, Flash, Bann und dann die ID. Ja, hab ich schon. Okay, dann rennen wir jetzt auf den Helikopter schnell. So, wir hauen ab. Ist er gebannt? Ja. Gut, wollte ich gerade machen. We'll be right back.
Geh mal nach vorne, du bist nach vorne. Ja. Wir haben übrigens einen Einsatz B3. Ja, also mit. Ist er markiert? Ja, positiv, die Richtung folgen. Diesmal haben wir die Stromleitung nicht getroffen. Also wenn es ein größerer ist, ist es, wenn er die ganzen Leute mitfahren. Sieht ganz so aus. Wo ist das? Das ist, oh mein Gott, seht ihr die Rauchwolke da? Negativ, noch nicht. Ah doch, jetzt! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Du hast zwei Leute falsch gebannt. Entschuldigung. Die werden sich schon beschweren, ja, wenn es die richtigen sind. Warte. Land mal auf. Ja, warte, wir machen. Wir suchen mal alle bitte den Helikopter an den Platz. Guck mal links. Links an diesem Türmchen, an diesem weißen Türmchen. Positiv. Lass erstmal einmal rüberfliegen und schauen, wo es genau brennt, dann können wir eine bessere Rückmeldung geben. Ja, direkt hier rechts an dem Gebäude. Guck mal, siehst du das? Leitstelle Gelsenkirchen, kürzer für Europa kommen. Leitstelle hört? Das brennt direkt hier. Ihr könnt abrücken mit euren Kürzern, ihr werdet nicht zu einem B3er-Gebrauch kommen. Auf mit dem Feuer, fahr auf mit dem Wasserlöscher, sofort. Ihr werdet nicht bei einem B3 alarmiert kommen. Ja, warum wurden wir alarmiert? Ja, ich habe euch nicht alarmiert, es wurden alle Einheiten alarmiert, glaube ich. Schade. Ja, also mit Christoph und ab. Wenn ihr hierbleiben wollt, könnt ihr hierbleiben, aber eigentlich ist keine Notarzt-Indikation gerade. Nein, wir bleiben hier. Das lassen wir uns doch nicht. Christoph, wir können zu 8174 als HLF hat Unfall. 8174? 8174. Also mit. Markiert mir das irgendwer? Du musst slash PLZ. 8147. Was ist denn mit hier? Ja, klar. Ist doch hier, der Kreuzung, oder nicht? Ja, sieht nach Hauptplatz aus. Hauptplatz? Ja, ne? Ja, flieg mal ein bisschen höher, du kommst gleich in die... Meine Markierung sagt hier. Okay. Nee, weiter. Guck mal, frag mal den Rettungswagen. Links ist ein Rettungswagen. Ja, der fährt jetzt rechts unter der Brücke durch. Da fliege ich sicher nicht durch unter der Brücke. Da sollst du auch nicht drunter fliegen. Rüber, bitte. Denk dran, den Punkt sprechen. Wer ist denn wieder LKW gefahren? Schweizer oder was? Schlüssel. Neues Hotel, hier ist definitiv Schüsse, Abflug. Abflug, hier ist Schüsse. Lage nicht safe. Wir rücken wieder auf die Basis. Na, ich gehe in den Funk von der Feuerwehr im Moment. Ja, der Hammer, Leute, hier, das ist doch mal. Oi. Ah, wir sind übrigens Status 4. Wir wollen mal am besten Status 1, dass wir auch alarmiert werden können. Leute, der Gelsenkirchen an Christoph Europa 1. Lecker. Ja, zur Folge, dass den Chris mit dem ungeschützten HLF, wir rücken wieder zurück. Schwere Schüsse auf uns bezüglich generell. Wir sind in der 1 auf Anflug. Number one leaving the tank frequency. Check. 40, 30, 20, 10, 5. Touchdown. Cross-check. Ready for exit.
Ja, mega, Leute. Wird ja immer besser. Christoph Europa 1. Ja, wir meinen eigentlich tatsächlich nur den Christoph. Da hat der Kollege wohl eine 1 zu viel genannt. Ich glaube, du sitzt noch hinten ein bisschen zu tief mit dem Hintern, wa? Hey, wer war denn jetzt schon wieder hier? Ein typischer Mittwoch. Kannst du mal den ganzen Status erklären? Ja, Status 1, frei auf Funk, zum Beispiel auf dem Weg zurück zur Wache. Status 2, einsatzbereit an Basis. Status 3, auf dem Weg zum Einsatz. Status 4, am Einsatzort angekommen. Status 5, dringender Sprechwunsch. Status 6, außer Dienst, wir sind nicht verfügbar. Status 7, Patient aufgenommen. Status 8, am Krankenhaus angenommen, angekommen und was heißt hier? Ah, Marvin Steinmetzger. Unklar. Einsatzkollegen 3889, Manf, Unfall, HLF, Schießerei. Ready for takeoff. Takeoff. Ah, stopp. Oh mein Gott. Bist du des Wahnsinns? Er will vorne einsteigen. Warte mal ganz kurz. Ja, die Tür ist noch offen. Jetzt. Okay, haben wir irgendwelche Informationen zum Einsatzort? Takeoff. Takeoff. Haben wir irgendwelche Informationen zum Einsatzort? Manf. Am Hauptplatz. Hallo? Verkehrsunfall mit involvierten HLF. Näheres ist nicht bekannt. Alles klar. War das am Hauptplatz, wo wir gerade eben waren, oder was? Ja, so positiv. Also die alles schicken, was die haben. Rechts brennt immer noch. diese leichte Rauchwolke. Ja, es sind schon wahrscheinlich die Nachlöscharbeiten. So, wie sieht's hier aus? Ist das auf der Autobahnbrücke oder nicht? Sieht ganz so aus oder unterhalb der Autobahn. Landen wir hier trotzdem oben drauf, oder? Ich würde erst einmal einen Überflug machen. Ja. Ich mach dir mal eine Sperrzone rein, ne? Also bisher sieht's mehr so aus, als wäre das unten. Ja. Ansonsten, Achtung, nicht landen, Strommast. Strommast. Ja, aber das ist die Einheitsstelle da. Wir landen weiter links auf der Kreuzung hier. Oder mach mal von der anderen Seite. Ja, Ausstrommast, egal, das ist auf der Kreuzung direkt. Auf der Kreuzung können wir landen, das kriegen wir. Ja, glaube ich auch. Guck mal, rechts ist auch noch Strommast, links ist auch noch Strommast. Ah, ich denke mal, das schaffen wir. Okay, bei mir hinten sieht alles gut aus, hinten ist frei. Und ja, passt bei mir auch. Da ist der Ampel hinter uns auf unserer ungefähr 7 Uhr Position von hinten, aber es scheint ganz okay zu sein. Touchdown. Touchdown. Ja. And ready for exit. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall hier los. Oder Christoph 8 aus Lünen oder Westfalen-Münster aus Osnabrück. Ja, ich weiß nicht, warum es hier Christoph Europa heißt, aber haben sie so genannt. Kannst du rein?
Bitte? Jan, guck mal, ob du in den Dings rein kannst. In den Heli. Ah, okay. Positiv. Egal, diesmal bleibe ich ja beim Heli, heißt, da steigt niemand ein. Und wenn, dann bin ich vor ihm drin. Perfekt. Ach hey, was ist denn hier wieder los? War ein sehr großer Mann. Das ist doch ein großer Mampf, den ihr habt. Ja, der Mampf hat sich erledigt. Aber hier, Dings, Schweizer ist verletzt. Hat einen Unfall. Der andere, der einen Unfall hat, der ist gerade disconnected und Anker ist auch disconnected. Das heißt, wir haben nur einen Schweizer hier. Hauptsache, Schweizer ist halb tot und tut noch Hilfe zusammenkehren. Schweizer, es wurde, es hat einen Unfall gehabt, wie üblich eigentlich. Schweizer gekauft gerade den Öl zusammen, ja? Wo ist der Schweizer? Hier ein Schweizer. Hauptsache, ey, aber ehrlich, habt ihr mal einen Einsatz seit froh? Ja, wir hatten gerade schon 5 Stück oder so. Ja, also wir haben jetzt gerade noch einen Zweiteinsatz bekommen, also falls jetzt hier nichts Interessantes für uns ist. Wie haben Sie denn was für einen Zweiteinsatz haben Sie denn? Eine Person mit Schussverletzung. Aber wo das jetzt. Ich wurde zweimal angeschossen. Wenn nicht noch mehr. Ja, das Ganze ist auch ein Schiss geändert, weil Edward meinte, ein Auto zu verprügeln. Ach so. Nein, du nicht. Hallo. Oh, Digga. Ist das die gleiche Postleitzahl? Ich schau mal eben. Ne, das ist 8025. Da gab es um 21.47 Uhr einen Anruf oder Einsatz und jetzt 49, 2 Minuten später. Und das sind keine, wo wir jetzt gerade sind. Also es ist definitiv ein anderer Einsatzort. Alles klar, ich geb dir volle Befugnis, ne? Du hast dann mit der Rechte. Okay. Einfach nur... Aircraft, make ready for departure. Empfolgealarm. Guest-Server, Gelsenkirchen RP, nein, es gibt kein Mindestalter, geistige Reife wird vorausgesetzt. Muss mal eben fix hier meine ganzen Sachen zurückstauen. Genau, Gelsenkirchen RPV1. Einfach nur krass, 176, oh ja. So. Ich alarmiere uns dann einfach mal. Schuss. Heli. Dringend. Ah, scheiße. Ready for takeoff? Ready for takeoff. Nein, nicht hinten. Nein. Du magst es nie mit. Kann das sein? Ja klar. Zweite Reihe ist besser als erste. Takeoff. Ja, da scheint hier zwei, drei Straßenecken weiter zu sein. Zwischen den Hochhäusern. Okay. Zwischen den Hochhäusern. Ja, jetzt quasi hinter dem... Oh, Kopfschmerzen. Okay, jetzt. Hinter dem Hochhaus jetzt quasi links die Straße. Der RTW ist links schon am Rollen. Ja, unterirdisch. Auf der oberen und auf der unteren Seite. Unterirdisch quasi, zweite Etage, zweite Ebene. Na, dann halt mal hier rechts auf der großen Kreuzung. Ja, oder würde ich vorschlagen. Ja, hier rechts. Ja, das sieht gut aus. Das ist frei. Hey, du bist gerade mit dem Heck genau unter einer kleinen Brücke, aber jetzt nicht mehr. Thirty. 20. 10. 5.
Guck mal, dass du, wenn du landest, nicht nach weiter nach vorne stehst. Guck mal, dass du. Guck mal, dass du konsequent nach unten gehst und nicht noch irgendwie nach weiter nach vorne. Jawohl. Touchdown? Touchdown, ready for exit. Cross-check. Ja, jetzt knallen hier aber die eine zu rein. 80, 25. So, wir machen uns wieder ready. Wir sind uns bei einsetzen, bin mal aus dem Stream, komme jetzt selber in Dienst. Perfekt, das, da freue ich mich doch. Und danke fürs Abo. Moin Moin, hatte vorhin einen richtigen Einsatz mit der Feuerwehr, das ist auch gut. Ja, ich habe gerade mitbekommen, ich habe jetzt noch einen weiteren Notruf von 8025, wo wir jetzt gerade sind. Ob das jetzt dieselbe Situation ist, kann ich aber allerdings nicht sagen. Oh, scheiße. Oh. Ja. Oh, das ist das sieht, gut aus, hätte ich jetzt mal behauptet. Und danke fürs Abo. Jonas, dankeschön. Zugänge legen, einmal willst du eine große, volle Elektrolytlösung. Jo, mach ich. Alles gut. Weißt du, was passiert? Weiß es jemand? Er wurde wohl wahrscheinlich in Torso geschossen. Mehr habe ich es nicht. Es gibt kein Torso, es heißt Thorax. Thorax, Entschuldigung. Also, die Person wurde angeschossen in die rechte Schulter. Also, rechte Brust, meine ich. Hat ein A-Problem, hat ein B-Problem, hat ein C-Problem. Weitere Informationen habe ich leider nicht für Sie. Ah, das ist klar. Guck mal, ich bescheid. Einmal bitte dann. Geht so hoch, 210 zu 140. Jo. Wisst ihr Sauerstoffsättigung? Sauerstoffsättigung liegt zurzeit bei 60. Alles klar, dann hau ich mal direkt 5 Liter Sauerstoff rein. Wie nur noch 220 Abos, dann bin ich bei 3000. Was? Und 28 zu 19 Blutdruck. Das kann mir doch keiner erzählen hier. Was ist denn mit euch los? Hat sich der Puls erhöht? 24 Schläge pro Minute. 830, ja. Yo, was ist denn mit euch los, ey? Das ist ja der Hammer. 34. Super, 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 vielen Dank. Klar. 44. Nein, es gibt kein Mindestalter für einen Server. 72 zu 48. Oh, Schmerzreize. 44 Schläge pro Minute. Recap unter 2. Jo. Wir haben keinen Schmerzreiz, Thorax auf dem Sternum sowie keinen Schmerz auf der, beim Kneifen der Hand. Und die Pupillen rein. Jungs, ich kümmere mich mal kurz um die Kollegen der Polizei, die haben auch angegeben, dass einer von denen verletzt ist. Wir sind beide verletzt, ich und der Kollege im schwarzen T-Shirt. Der Kollege im schwarzen T-Shirt, ja. Eine Sekunde, ich muss mal kurz noch einen anderen Kollegen anrufen, der ist jetzt gerade auch im Dienst gegangen, der kann dann auch noch hier aushelfen. 44 so. Schläge pro Minute. Alles klar, ja. 76 zu 51. Aber natürlich sehe ich nicht wegen dem Scheiß noch. Kann irgendwie einer von euch die Leitstelle besetzen? Ja, kann ich. Also ist gerade eigentlich ein bisschen viel los hier parallel. Ja. Ja, deswegen ja. Weil es ist halt wirklich sehr viel los. Mein Gott, immer diese Doppelkombination. Sonst, ich übernehme schon mal einmal einen von der Polizei, von den Kollegen. Ja. So, sie sind auch verletzt. Verletzt am rechten Arm und am linken Bein, sehe ich. Wir haben ja tolle Leistung. Etwas weh. Naja, was soll man sagen, wenn man... Ja, Schießerei oder was war jetzt der Grund? Nee, das ist schwer. 6 oder so. 6, ja. 6, okay. Können Sie die ungefähre Aufprallgeschwindigkeit sagen? Also 60.
60 ungefähr, okay. Also sie haben auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung, eine leichte und eine offene Risswunde am... Wir legen uns erstmal hin. Oberkörper. Hinlegen oder hinsetzen? Hinlegen, bitte. Ja, das wäre besser. So, fürs Bein müsste ich dann auch gleich, dass sie sich schon mal hinsetzen. Ja? Schreck mal, dann ist Dr. Beard zu meiner rechten, weil genau gerade vor Ihnen ist der Herr Wolf. Fünf. Ja. Alles so, wenn ich ihn jetzt mal hier hinpasse, so tut ihm das weh? Nee, nicht wirklich. Hallo. Ah, warte mal, ich glaube. Hallo. Hallo, Hallöchen. Hilfe. Was ist hier passiert? Sag mal bitte, ob ihr überhaupt irgendwas hört. Ich rede gerade meinen Also hier sind Ausschläge erkennbar, aber ob die gerade. So, ich höre wieder was auf meinen Ohren, ja. Hört ihr auch was? Bitte Rückmeldung. Ja, Ton ist wieder da. Oh, Gott sei Dank. Man hört mich. Okay, gut. Dann kann ich jetzt nicht über Gott und die Welt lästern. Schade. Ja.
Da habe ich mich mal einen kurzen Schreck hier gehabt, ey. Uiuiui. Ich hoffe mal, es ist nichts durchgebrannt an Kabeln. Es hat gerade so leichtes Flupp gemacht. Ich hoffe, es hängt nicht damit zusammen. Wir starten neu. Wir waren noch nicht fertig. Wir sind hier gerade in einer geilen Mump-Situation. Also direkt mal hier zack, zack, starten und Abfahrt. Oder Abflug, besser gesagt. Muss man sich für den Server bewerben? Nein, du kannst einfach direkt dazu joinen. Einfach die Videobeschreibung öffnen und dann kannst du auf den Server joinen, wenn du auf Discord die Regeln durchgelesen hast und akzeptiert hast, dann ist das kein Problem. Dann hast du die Whitelist und kannst direkt mit starten. Genau. So. Wir connecten uns direkt mal wieder. Und okay, soweit, ihr hört mich, das ist gut. Die Musik lief gerade auch, das ist gut, die habe ich gehört. Jetzt haben wir gerade eine andere Mucke, perfekt. So. Muss weg, hab morgen leider Schule. Och, du Armer. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen guten Schulstart und Tag wieder. Gibt es eine Einreise? Nein, gibt es nicht. Also kannst einfach so drauf joinen. Bei mir geht das mit der Registration nicht. Ich klicke auf Create Charakter, aber es passiert nichts. Okay. Ja, dann musst du vielleicht mal ein bisschen herumexperimentieren. Also sprich, die, Support mal anfragen. Oder mal alles neu installieren, dann sollte das rein theoretisch möglich sein. So, mein Gott, nach so einer kurzen Schreckminute sind wir wieder da am Start. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid auch wieder alle da. Okay, wir haben gerade ein paar Leute verloren. Kann ich verstehen, dass einige jetzt denken, es ist vorbei oder technische Probleme. Das ist witzigerweise immer so. Aber hey, das ist, da kann man nichts machen. Aber hier wird schon wieder gesagt, geht wieder alles perfekt. Also lassen wir uns nicht von Bord eindrucken und machen einfach direkt weiter. Wie heißt es so schön? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Und deshalb machen wir direkt mal weiter. Und wir haben schon wieder 99% geladen. Und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Spaß an dem aktuellen Einsatz. Und schauen mal, was passiert. So, jetzt seht ihr gerade wieder ein bisschen Blackscreen. Ich hoffe, perfekt, jetzt geht's wieder besser. Mein Gott, Schreckenssekunde, ey. Huiuiui. So, my last position. Der Heli steht noch da. Es ist Nacht geworden. Und wo stehen wir? Stehen wir an der Wand? Okay, hat sich einiges verändert. Und was ist denn hier los? Ah. Okay, so. Punkt Jack. Jack, wir sind im Helikopter am besten. Dazu, bis alles klar. Ja, Schreckensekunde hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf dem Rückweg zum Heli. Ah, sag ich noch. Ciao. Ciao. Also, das sind die anderen. So, wir waren auf dem GWT eingetragen. Status 4. Cross-check. Check. Alle Türen zu und Abflug. Auto, natürlich, Cross-check for departure. Ja, ist heute noch stabil. Ja, wie lange es dauert. Die müssen dann im Krankenhaus dann eine Not-OP oder sowas einleiten. Ich weiß es nicht. Oder sowas klingt auch. Ich weiß es schon, aber.
Ob du es machst, ist die andere Frage. Nee, also, das Motor-P-Team ist, glaube ich, schon da, ich weiß nicht. Also, das ist eine 15-Minuten-Regel. Die Vitalwerte steigen wieder, alles wird gut. Krankenhaus, Sarah, kurz weg, Alter. Ja, ebenfalls. Guck mal, dass du nicht, dass das Teil sozusagen drehst, sprich, dass die Ausfahrtbühne direkt. Ich weiß sind. Schon, ich bin dabei, das ist ein bisschen eng hier drin, aber ich gebe mir Mühe. 50? Ja, 40? 30? 20? 10? 5? Touchdown. Touchdown. Ready for exit. And ready for exit. Junge, Junge, Junge. Also Haley sieht ja wirklich cool aus, aber der hat anscheinend auch noch seine Probleme. Ja, das ist richtig. Nein. So, jetzt nehmen wir. Ja, das ist richtig. Der Heli hat noch nicht so. Hat noch so ein paar kleine Winzigkeiten an Problemchen. Aber das ist bei den meisten Fahrzeugen am Anfang immer so. Es ist ja nie so, dass ein Fahrzeug, wenn es kommt, direkt perfekt ist. Schon soweit? Ja, ja. Ja. Noch duschen. Nee, ich wollte das rauchen. Haben auf jeden Fall einiges geschafft hier heute. Ja, das ist noch ruhig eigentlich. Sie nutzen es halt gerne aus, dass ein Helikopter im Dienst ist, ne? Also, da wären wir wirklich für wieder scheiße. Gut, das ist auch so schlimm. So, die müssen mal lernen, okay. Wann ist es so schlimm, dass ich einen Helikopter bei mir muss und sowas oder so? Ja, das stimmt. Kommt auch natürlich auf die Situation an, aber ich meine. Am besten zu viel alarmieren als einmal zu wenig. Guten Tag. Guten Tag. Und Dankeschön fürs Abo. Und dann hier. Ich melde uns mal vom Dienst ab, ne? Bitte was? Ich melde uns mal vom Dienst ab. Achso, ja, alles klar. So, ja, dann. Schönen Tag. Kommen Sie mal mit unserer Hilfe einmal von der Trage runter. Vom Dach runter. Ja. Und gehen ja mal drauf. Ja, genau. Fragen kläre ich sofort. Moment. Genau, einmal mit dem T-Muskel E, Passout 2, genau. Die Ärzte wurden informiert. Die sind auf dem Weg. Ansonsten 15-Minuten-Regel. Die Kollegen kommen gleich. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall eine gute Besserung. Nein. So. So. Press Escape, wieso das denn? Wird aber wahrscheinlich noch gefixt. Ja klar wird es noch gefixt. Ja, Junge, natürlich. So. Ey, wer denn hier die Trage so schön hingelegt? Luftrettung von Thorsten Wolf. Danke für die tolle Schicht. Ich fahre noch ein bisschen Rettungsdienst und dann sehen wir uns die Tage. Jo, ciao. Jawohl, vielen Dank. So, wir sind frei. Frei wie eine Biene. Ein Bienchen, was gerade keinen Zugriff auf sein Inventar hat.
Und zwar, ja, wie alt muss man sein für den Server? Es gibt keine Altersbegrenzung. Könnt einfach so joinen. Ist ganz normal möglich. So, ist die Leitung besetzt, frage ich mich gerade. Matthew. Halef, GW Funk haben wir ein Halef nur und ein. Okay. Ist vielleicht ein Feuerwehrkollege, der das VWM auf Bodycam hat da? Ja, der Kollege mit Bodycam ist noch da. Nein, leider nicht. So, von wem ist denn das jetzt der RDW hier vorne? Ich möchte jetzt natürlich keinen Clown, aber ich frage mich, wieso der hier steht, frage ich mich. GW Funk. Glück für die Leitstelle. Perfekt, hab abonniert und es wird nicht eingeblendet. Die ja. Glückszahl ist die 392. Der Witz ist, dass, wenn du eingestellt hast, dass du nicht öffentlich abonnierst, also dass das Abo nicht öffentlich angezeigt wird, dann wird das Abo als solches gar nicht angezeigt. Das ist, ganz komisch. Korrigiere 392 oder 3. Ja. Ja, das ist korrekt. 3902. Bitte nochmal kurz wiederholen oder im Moment geht kurz im OC-Chat rein, damit der mich mal mitbekommt. Einmal noch wiederholen, bitte. Mhm. Gut, wenn da keiner kommt, dann mach ich selber. So. Wir haben keinen neuen Einsatz. Weißt du was? Ich besetze einfach den RTW 1. So, ist mir auch egal. So. Wenn dieser RTW hier frei ist, dann hole ich mir den. Oder ich mache mal kurz einen Trick 27. Das mache ich normalerweise nicht, aber ich mache das mal eben. Alles klar. Also nicht, dass ich jetzt hier wegen den RTW klaue, das möchte ich natürlich nicht. So, gibt kein Mindestalter, nur geistige Reife. Ja, das ist richtig. Es funktioniert nicht mit Registrieren. Ansonsten bei Problemen einfach dann im, wie heißt es, im Support-Chat nachfragen. Und Firefighter hat abonniert. Herzliches Dankeschön. Ah, hat da wohl einen Kollegen hier fallen gelassen. Huch. Nichts passiert. Ist das dein Server? Nein, das ist nicht mein Server. Gute Nacht, geh schlafen, Iron Man. Okay, Iron Man. Geh mal schlafen. Muss morgen fit und stark sein, die Welt retten oder die Matheaufgaben lösen oder arbeiten gehen, wie auch immer. Ja, ich merke auch schon, ich werde auch langsam ein bisschen müder. Kommt davon, wenn man um 7 Uhr schon aufsteht, aber naja, kann ich auch nicht ändern. Was ist eigentlich der neue Notruf für einen Einsatz? Funkspruch wiederholen. Bei mir unter der Karte, oder oben dran von der Karte zeigt neuer Notruf an. Was ist das für ein Notruf? Kann ich nicht sagen, ich kann Notruf an der Leitstelle erhalten. Das ist ein alter Notruf. Können Sie ignorieren. Eben, Tor wartet schon auf mich. Ja, klar. Ah, ich weiß, einige von euch kennen diesen Ort. Ah, da habe ich irgendwie Lust zu. So, am Ende des Tages. Haben wir hier eine geile Mucke am Start? Nein, natürlich nicht. Was frage ich auch? Ach, Gottchen. So. Habt ihr noch einen Musikwunsch? Bin neu bis... Servus, bin neu, bissl spät, ne, aus Bayern hinter München.
schau deinen Stream jetzt von Anfang an. Ah, super. So, Musik. Natürlich NCS und hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja, klar, Werbung. Jetzt anders erwartet. Und danke fürs Abo. Darauf gehen wir jetzt erstmal ein bisschen feiern. Ah, das ist für euch. I am looking for the better day. It seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much I scream, what the fuck war das jetzt bitte gerade eben? Ja, ich weiß absolut nicht, was hier gerade passiert ist. Sorry an der Stelle, aber absolut keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. ich denke mal, das ist ein Troll, definitiv. Und, ja, definitiv, Alter, also, ist ja natürlich wieder ganz tolle Unterhaltung, So, dann muss ich mal kurz was hier auf dem, da hat sich eine Seite geöffnet mit FSK 18, ja, das auch. Da müssen wir mal ganz fix was klären. Wo haben wir es denn? So. Ach du Scheiße, also da kriege ich einen richtigen Schreck, wenn ich sowas höre und sehe. Ich habe erstmal direkt das Game gequittet, also Herzinfarkt. Ach, ah, Junge. Da muss ich erstmal, oh. Ich krieg gerade die Benachrichtigung, dass das jetzt ein serverseitiges Problem war. Oh, mein Gott.
Also nochmal Zusammenfassung. Wir wurden gerade gehackt. Also nicht ich persönlich, zum Glück, aber der Server. Das ist, muss man leider sagen, kommt hin und wieder mal vor. Ja, ganz toller Scherzkeks natürlich. Das bringt natürlich total, sowas zu tun, weil man wird halt... Also es hat mir echt gerade einen Stecker gezogen, was ich auch an sagen sollte. Der hat einen richtigen Herzkasper hier, ich auch, ja. Sagt, wenn es wieder geht, ja. Ich glaube, ich bin erstmal hier gerade ein bisschen am mich sortieren. Ich dachte erstmal kurz, der hat mir was auf dem PC geladen, weil es nicht aufgehört hat kurzzeitig. Chaos. Ich auch. Ja, das, da war auch mein erster Gedanke. Ich dachte mir so, what the fuck ist jetzt hier? Hilfe. Ja, hobbylose Kinder, genau. Hm. Haben wohl in ihrer Erziehung wohl früher keine Liebe erhalten. Ah. So. Ja, Herzinfarkt. Mein Gott. Okay, aber. So. Es ist definitiv ein, wie heißt es? Ein Modder vom Server. Der ist jetzt aber auch schon wieder weg. Wir laden wieder neu. Eieiei. Okay. Ich gehe nochmal neu rein. Aber wir schauen mal. Ganz in Ruhe. Und ja. Ich sag mal so, das erhält auf jeden Fall, also die Server-Motivation am Start oder die Kommunikation ebenfalls. Das war bei uns alle so. Ich bin entspannt. Also weniger entspannt, aber... Mama, bist du stolz auf mich? Ich habe 25 Euro für ein Skript bezahlt, mit dem ich neu einen Server Schreie hören lassen kann. Ja, wer weiß, was denen durch den Kopf geht, aber... Irgendwas ist da wohl nicht so ganz in Ordnung. Uiuiui. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein ganz toller Unterhaltungswert. Mehrwert natürlich auch. Definitiv. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich vorschlagen. Wir waren in einer Disco. Die Motivation ist auf jeden Fall immer noch da. Ihr habt auch heute echt eine Menge erlebt, hier muss man sagen, ne? Crash, Einnetze, Langeweile, Reanimation am Anfang. Also die bunte Tüte wie im Leben quasi. Mal klappt's planmäßig, mal auch wiederum nicht. Also, hier wird euch echt das wahre Leben. Moin moin, wo kauft ihr eure Modfahrzeuge? Da stellt ihr die alleine. Nee, also selber erstellen, glaube ich, tun wir es nicht. Aber, gibt so ein paar Seiten, von denen man die bekommen kann. Die Namen weiß ich jetzt davon leider nicht. Aber, ich sag mal so. Wie heißt es? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ey, das ist ja schlimm. So, nochmal. Bevor ich euch wieder in-game was zeige, was hier abgeht, gucke ich erstmal hier, ob die Lage safe ist. Okay. So. Wir sind gerade 6 Leute. 2 Feuerwehrleute. Einer vom ADAC. Der Rest ist hier mehr oder weniger ausgeflogen vor Schreck. So. Mein Gott. So, wir sind wieder auf Sendung. Willkommen zurück. Gibt einige Modding-Seiten. X-Modding, PGA-Mods, etc. Sagt Joel. Ja, das ist richtig. Genau, am besten die Profis fragen. Ich kenne mich damit eher weniger aus. Guten Abend. Viele Grüße vom Rettungsdienst aus Düsseldorf. Ich hoffe nicht während der Dienstzeit. Ansonsten viel Spaß bei der Motivation, dir das anzuschauen. Ich wollte immer noch gerade die Musik hier laufen lassen und eine kleine Party machen.
hätte gerade, wie gesagt, kurzzeitig Schiss, dass das mein eigener PC wäre. Das ist natürlich absoluter Worst Case. So. aber man weiß ja nie, was hier heutzutage immer im Weg läuft. So. Jetzt ist mir aber auch alles egal. Jetzt mache ich Party. Ohne Handschuhe natürlich. Und jetzt heißt es, den Feierabend genießen. Meine Herren, die Mucke ist aber echt laut. So. Oh, jetzt bin ich aber erstmal. Bin ich erstmal durch für den Abend, ey. Meine Güte. Wo soll ich anfangen? Es war heute ein ganz, ganz krasser, kurioser, spannender, geiler Abend. Viele neue Leute sind am Start. Auch herzliches Dankeschön für dieses Abo. Herzliches Dankeschön. Ach, was soll ich sagen? Also, was 2 Stunden 30 alles bieten können. Ich hoffe, ihr habt Gefallen gefunden an dem, was ihr zu Gesicht bekommen habt. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß bereitet. Das soll es von meiner Seite heute gewesen sein. Wir hatten heute eine krasse Reanimation am Anfang. Wir sind mit dem Rettungswagen zur Wache gefahren, zum Krankenhaus, hatten dort erstmal eine kleine Einweisung, hatten dann ein paar Helikoptereinsätze. Einmal mehr, einmal weniger spannend. Dann hatten wir mal einen kurzen Crash von Seiten des PCs. Passiert auch hin und wieder mal, aber alles kein Problem. Wir steigen wieder auf und streamen weiter. Zocken weiter, haben wir mal Spaß. Jetzt muss ich aber sagen, bin ich auch ein bisschen müde. Und ja, ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht, trotz der kleinen Vorfälle. Davon lassen wir uns nicht runterziehen.
kommt gerne auf den Server Gelsenkirchen RPV1. Schaut euch gerne den Christoph Europa im Action an. Geht gerne zur Feuerwehr, geht in den zivilen Bereich, in den Polizeibereich oder auch in den illegalen Bereich. Ist alles erlaubt, wenn ihr euch da an die Regeln haltet, dann ist das alles kein Problem. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ganz herzlichen Dank für alle Abos an allen neuen Leuten, die dazugekommen sind. Und ja, was soll ich sagen? Ein ganz, 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 ganz großes Herzchen geht an euch für eure ganz tolle Art. Wir waren oder sind immer noch Zuschauer aus ganz Deutschland, von Flensburg über Hamburg, Berlin, Bremen, Magdeburg, Osnabrück, Dortmund, Gelsenkirchen, München, sogar bis in die Schweiz, was mega geil ist, dass wir sowas hier deutschlandweit, global uns hier versammeln können und zusammen zocken und Spaß haben. Das ist immer noch mega geil. Ich bedanke mich ganz herzlich im Ganzen und ja, jetzt heißt es aber Dankeschön für das Zuschauen. Ich wiederhole mich, ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt mal sagen soll, um ehrlich zu sein. Mein Gehirn ist Matsche. Ja, ich hoffe, eures nicht. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr in einer weiteren Folge auf YouTube. Und ja, jetzt heißt es aber wirklich ciao. Ahoi.